Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Soulboy, mein Name, vom Kanal Soul Trails. Ihr kennt mich bereits und wenn nicht, dann kennt ihr mich jetzt. Ich bin mal wieder unterwegs hier im schönen Westerwald, genauer gesagt auf dem NST. Dieser Weg hier, dieser Abschnitt nennt sich Naturfahrt Weltende. Sieht zwar nicht aus wie das Ende der Welt, aber es ist ein wunderschöner, einsamer Singletrail-Fahrt, sogar sehr felsig hier entlang der Nister. Und als wir auf dem NST damals hier durch sind, noch mit dem Markus, dem Fernwanderer, zusammen, hatten wir hier einen beschissenen Regentag. Wir stiefelten hier die ganze Zeit mit den Regenschirmen und in unseren Regenröcken entlang. Und mir war damals schon klar, diesen Abschnitt möchte ich nochmal im Trockenen genießen und habe mir jetzt einen Rundweg rausgesucht über diesen Traumfahrt oder Naturfahrt Weltende. Ja, schaut euch das mal an. Das Wetter scheint heute wirklich sehr gut zu werden. Ich bin voll gut drauf. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal los und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ja, meine Freunde, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich glaube, das wird heute mein absolut wichtigstes Gear-Video, was ich jemals gemacht habe. Warum? Weil diese Klamotten tatsächlich jetzt über 3900 Kilometer auf dem Buckel haben und das nonstop bei Wind und Wetter. Wirklich, ich war in jeder Wettersituation und ich finde, das ist somit das Ehrlichste, was man machen kann. Das sind auch die Gear-Reviews, die ich in der Vergangenheit immer am liebsten gesehen habe. Das heißt zum Beispiel, jetzt nehmen wir den Appalachian Trail, die Leute, die vor dem Weg ein Gear-Video gemacht haben, was nehme ich mit? Und dann, wenn sie den Weg geschafft haben, danach, was ist übrig geblieben? Was war gut, was war schlecht? Das sind die knallhartesten und ehrlichsten Gear-Reviews, die man sehen kann. Ja, nicht von kommerziellen, von großen YouTubern, die das Ganze gesponsert bekommen. Nein, Hinz und Kunz, so wie ich, ganz normale Leute. Ja, wenn ihr mein erstes Gear-Video noch nicht kennt, das ist wirklich das erfolgreichste Video auf meinem Kanal, leider. Ich appelliere an euch, schaut euch doch auch mal meine NST-Touren-Videos an. Da steckt mein ganzes Herzblut drin. Da habe ich Stunden, Wochen, Monate Arbeit reingesteckt. Stecke gerade immer noch drin in der Bearbeitung. Und ja, schaut doch einfach da auch mal rein. Es gibt im Leben einfach noch mehr als Gear. Aber ich kann es verstehen, ich habe auch sehr viele Gear-Videos in meinem Leben gesehen. Keine Frage. Ja, wenn ihr das Video noch nicht kennt, was ich gemacht habe vor der Tour, dann verlinke ich euch da oben mal in der Ecke das Video. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und da gehe ich halt ein bisschen tiefer auf das Material ein, die Beschaffenheit, die Besonderheit, die Hersteller, warum ich dieses Material ausgewählt habe. Darum geht es heute nicht. Das könnt ihr euch ja dann noch nachträglich angucken. Heute geht es nur darum, hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe? Musste ich etwas austauschen oder habe ich was rausgeschmissen? Nur darum geht es heute. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei euch, ihr alle, die ja den NST so begeistert aufgenommen habt. Damit hätte ich wirklich schlichtweg nicht gerechnet. Es ist unfassbar. Mir fehlen immer noch die Worte und ich freue mich so, ja, dass der NST so angenommen wird. Und wenn ich sehe, wie viele Trail Angels sich anmelden, wie viele Leute auch überhaupt schon vom NST gehört haben, also das ist das Erstaunlichste. Es wissen schon mittlerweile so viele Leute über diesen Weg Bescheid. Das bereitet mir große Freude. Auch wenn ich sehe, wie die ganzen Thru-Hiker, die dieses Jahr unterwegs waren, wie sie mitgearbeitet haben, wie sie mir Schutzhütten zugesandt haben, neue Plätze. Das gibt mir die Hoffnung, dass der NST genau das wird, was ich eigentlich geplant hatte, nämlich ein Weg von einem Wanderer für Wanderer. Ja, das heißt, jeder kann mitmachen, jeder ist aktiv, jeder kann irgendwas dazu beitragen. Ja, dieser Weg soll nicht ein kommerzielles, großes Projekt werden. Ja, ihr versteht, was ich meine. Das ist ein Projekt, wie ich schon erwähnt habe, von einem Wanderer für Wanderer. Und das ist für mich das Wichtigste. Und genau das scheint der NST tatsächlich zu werden. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht.
So, bevor wir mit dem blöden Gear anfangen, muss ich natürlich noch meinen üblichen Disclaimer loswerden. Ganz klar, all diese Klamotten, die ich gleich zeige, sind natürlich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich werde nicht gesponsert, ich mache keine bezahlten Reviews, ich habe auch nichts geschenkt bekommen. Das ist immer ganz wichtig, oder das ist mir persönlich wichtig. Als ich die 10.000 Abonnentenmarke überschritten habe, ja, klopften plötzlich auch wirklich einige große Firmen bei mir an und hatten einige Anfragen. Da war zum Beispiel der größte Hersteller von 360-Grad-Kameras dabei, die mir eine Kamera zuschicken wollten, zwecks Test. Da wurde ich mal ganz schwach, das sage ich euch ganz ehrlich, weil diese Kamera steht eh auf meiner Liste. Zwar vielleicht noch nicht das Modell, aber ein Nachfolgemodell. Und ich bin mir aber meiner Linie treu geblieben. Wenn ich diese Kamera haben möchte, dann kaufe ich mir die. Und dann, weil von diesen Produktreviews habe ich als YouTuber nichts davon. Ich bekomme das Produkt umsonst, das ist alles. Die ganze Arbeit habe ich. Ich muss einen guten Film machen, den glaubhaft rüberbringen. Ich muss das Produkt einigermaßen glaubhaft testen. Ich habe Arbeit mit dem Schnitt. Ich muss das Ganze veröffentlichen. Ich muss den Kommentarbereich betreuen und. Ja? Und das ist für mich keine Win-Win-Situation, sondern ich werde einfach nur ausgenutzt. Ich mache billig Werbung für den Hersteller. Dem Hersteller kostet das nur ein Gerät. Vielleicht war es sogar ein Vorführgerät oder sowas, ein Testgerät, weiß man ja nicht. Und ich sehe sowas nicht ein. Also wenn man sowas macht, finde ich, sollte auch ein Mehrwert für den YouTuber herausspringen. Gut, in meiner Größenordnung ist das eh noch kein Thema. Und deswegen werde ich normale bezahlte Gear-Reviews niemals hier auf diesem Kanal machen. Auch keine Amazon-Links wie immer. Ich werde auch keine Werbung schalten. Also wenn ihr auf meinem Kanal mal Werbung entdeckt, dann ist es entweder, weil ich Musik verwendet habe, für die ich nicht die Rechte habe. Da schaltet dann YouTube Werbung. Oder YouTube hat ja auch die Richtlinien geändert, dass sie jetzt auch ohne meine Einwilligung Werbung schalten dürfen. Ja, also seid gewarnt, wenn ihr Werbung seht. Sie ist nicht von mir. Ich verdiene nach wie vor weder an dem Nord-Süd-Trail noch an dem Kanal Soul Trails einen einzigen Cent. So, das ist mir persönlich ganz wichtig. Ja, meine Lieben, viel zu viel gequatscht hier schon wieder, wie immer bei meinen Gear-Videos. Wir fangen jetzt mal an mit dem blöden Gear und wie immer machen wir das bei mir zu Hause und nicht hier im Wald. Das ist mir nämlich einfach viel zu viel Kroserei und viel zu viel Kleinteile, die ich da vorstelle. Deswegen machen wir das so. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist mal wieder was Lehrreiches oder Gutes dabei. Wenn ihr sonst noch Fragen haben solltet, natürlich könnt ihr das jederzeit unten in den Kommentarbereich tun. Und ja, dann fangen wir mal an. Ja, meine lieben Freunde, wie immer fangen wir mit dem Big 3 an und ich gehe jetzt da jetzt wirklich mal schnell durch. Wenn ihr die Specs wissen wollt, ich habe ja schon ein ausführliches Gear-Video gemacht vor meiner Tour, vor dem Nord-Süd-Trail. Wenn euch das interessiert oder ihr nochmal das Ganze nachschauen wollt, dann geht einfach da oben in die Ecke, dort ist das verlinkte Video. Mein erfolgreichstes Video bis jetzt, wirklich das Gear-Video, leider. Ja, jetzt geht es darum wirklich nicht, was sind die Specs, was sind die Besonderheiten dieser Ausrüstung, sondern wie hat sich die Ausrüstung bewährt nach jetzt mittlerweile über 5000 Kilometern mit diesem Zeug. Was ist kaputt gegangen, was musste ich ersetzen, hat alles so geklappt etc. etc. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt so ein bisschen schneller da durchgehen. Ja, anfangen wie gesagt mit dem Big 3. Das hier ist der CPEX Art Blast, immer noch. Eigentlich mittlerweile für mich ein zu großer Rucksack, wenn ich ohne Film Equipment laufe. Aber da ich ja meistens filme, ist das genau die richtige Größe. So, fangen wir mal mit den Details an. Ihr könnt schon sehen, der Hüftgurt, der hat etwas gelitten, so nach über 5000 Kilometern, aber nicht so, dass er jetzt hier kaputt gegangen wäre. Also wie gesagt, und das Gute bei dem CPEX-Rucksack ist ja auch, den Hüftgurt kann man komplett austauschen. Das heißt, wenn der jetzt wirklich kaputt wäre, könnte ich mir einfach einen neuen bestellen. Der Hüftgurt ist allerdings hier öfters mal geschubbert, wie ihr sehen könnt. Deswegen habe ich hier die Patches drauf. Aber, und hier sieht man auch so leichte Schubberdinger, aber wie man hier schön sieht, es ist eigentlich nur, hier sieht man es recht schön, das Obermaterial kaputt gegangen. Das ist ja ein Cuban Fiber Laminat. Das heißt, das eigentliche Cuban Fiber ist das Weiße hier drunter und das ist vollkommen intakt. Und dieser Rucksack ist bis zum heutigen Zeitpunkt komplett wasserdicht und komplett einsatzbereit. Das heißt, ich werde diesen Rucksack, auch wenn das jetzt hier ein bisschen abgeranzt aussieht, noch einfach komplett weiter benutzen. Das ist ja mal das Hauptargument von noch einigen Gegnern des Ultraleichtwanderns. Das wäre alles so viel Plastik und wohin dann mit dem ganzen Müll? Ich kann euch sagen, es ist kein Müll. Erstmal hat dieser Rucksack sowieso schon seine Schuldigkeit getan. Überlegt mal, wie lange, wenn ihr jetzt nur so Wochenendwanderer seid, wie lange ihr wandern müsst, um auf eine Kilometerleistung von 5000 Kilometern zu kommen. Dann würde so ein Rucksack das ganze Leben halten. So, es ist natürlich ein Thru-Hiker-Rucksack. Der hält natürlich nicht bei den Kilometerleistungen das ganze Leben. Also nicht, wenn ich
ich jetzt einen zu halt nach dem anderen gehen würde. Aber er ist noch vollkommen intakt und ich werde ihn so lange benutzen, bis er auseinanderfliegt. Und dann werde ich aus dem Material, das werde ich dann auch nicht wegschmeißen, sondern ich werde mir kleine Packsäcke draus nähen oder kleine Täschchen, Portemonnaies etc. Das heißt, davon wird so gut wie nichts verschwinden. Ja, ihr könnt sehen, hier ist nirgendwo ein Loch oder irgendwas. Wie gesagt, der ist vollkommen wasserdicht, der ist vollkommen funktionstauglich. Es gibt nichts Schlechtes, was ich über diesen Rucksack sagen möchte oder kann. Er ist einfach perfekt für mich. Also für diese Tour würde ich jederzeit wieder nehmen. So, dann gehen wir mal weiter mit dem Big 3. Und zwar machen wir mal weiter mit dem Schlafsystem. Das Schlafsystem. So, wie ihr in den Videos ja gesehen habt, als erstes hatte ich die Thermarest Überlight. Die Überlight, sage ich immer, hätte eine gute Luftmatratze werden können. Ist sie aber leider nicht. Sie hat von Tag 1 an schleichend Luft verloren. Nicht viel, aber halt so viel, dass es genervt hat, sage ich mal. Ich habe noch die Überlight hier mit dem alten Ventil. Der Fernwanderer, der mich begleitet hat, hatte die Überlight schon mit dem neuen Ventil und der hat genau dasselbe Problem gehabt. Der hat auch schleichend Luft verloren. Und das ist natürlich eigentlich für ein neues Produkt nicht akzeptabel. Es hat mich aber auch nicht weiter gestört draußen in der Natur. Ich sag mal so, man schläft eh sehr unruhig und dann habe ich das Ding halt einmal pro Nacht, manchmal zweimal pro Nacht neu aufblasen müssen. Es war nie so extrem, dass ich halt direkt auf dem Boden lag. Sie hat halt ganz wenig schleichend Luft verloren. Es ist auch kein Löchlein drin, da habe ich schon in der Badewanne kontrolliert. Die ist wirklich dicht, aber das ist wahrscheinlich das dünne Material oder vielleicht sogar ein Materialfehler, dass diese Luftmatratze schleichend Luft verloren hat. Aber dennoch, wie gesagt, das war jetzt kein großes Drama. Also deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel nicht die Tour abbrechen müssen. Ich habe sie ja tatsächlich, glaube ich, 1600 Kilometer oder so verwendet. So, das zu der Überlight. Mitnehmen würde ich sie allerdings jetzt nicht mehr. Schade drum. Ich bin dann wieder gewechselt zur Neo Air Thermarest X-Light, der Klassiker, die Chipstüte kennt jeder. Ich habe immer noch hier das Modell mit dem alten Ventil. Diese Luftmatratze hat weit mehr als 5000 Kilometer runter. Ich denke mal, vielleicht schon an die 8000 mittlerweile. Die habe ich ja seit von Anfang an. Und im Hegau ist mir tatsächlich passiert, dass ein Löckchen reinkam. Das könnt ihr hier schön sehen. Da habe ich wahrscheinlich dann, das war am Ende des NSTs, nicht ganz so aufgepasst, war ein bisschen leichtsinnig, habe wahrscheinlich da ein paar Scherben übersehen auf dem Boden, das waren Stein- und Betonboden und da habe ich mir hier zwei Löckchen reingehauen. So, dann nächste Station am Bodensee, wie ein Fahrradflicken, einfach unter Wasser gehalten, gesehen, hier sind zwei Löckchen, trocknen lassen, dann die mitgelieferten Thermarest-Patches drauf und siehe da, die Luftmatratze ist wie neu, verliert kein bisschen Luft, noch nicht mal ansatzweise, also diese Patches sind wirklich richtig gut. Erst tut man diesen Glue-Dot drauf und dann kommt dieses Pflaster drauf, hält Bombe. Also gesamte Körpergewicht etc. Viele haben ja Angst, eine Luftmatratze mitzunehmen, ja, wenn die kaputt geht unterwegs. Ne? Manchmal explodieren auch solche Dinger oder die Kammern gehen kaputt. Jedes Material kann kaputt gehen. Das jetzt an der Luftmatratze festzumachen. Also wie gesagt, ihr seht jetzt das Beispiel oder das Beispiel von hundert oder tausenden anderen Thru-Hikern jedes Jahr, die diese Matratze benutzen. Sie hält. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel. Klar, man kann Pech haben und das Ding geht kaputt, natürlich spreche ich mich nicht von frei. Bei mir hat sie wunderbar funktioniert und ich werde sie auch weiterhin nutzen, halt bis ich mir dann irgendwann wirklich aus hygienischen Gründen vielleicht mal eine neue hole. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, dann geht es weiter. Big 3. So, natürlich der Schlafsack. Immer noch der Revelation Quilt. Ja, seht her. Wieder schön gelüftet, ein bisschen Febreze aus der Entfernung eingesprüht, weil der hat schon ein bisschen gestunken nach der Tour. Aber da ist nichts verklumpt, nichts kaputt, die Wärmeleistung ist immer noch da. Man liest ja ständig immer Kommentare in meinen Videos, wenn das nass wird, dann verklumpt das. Das ist richtig, das weiß ich auch. Also sorgt man dafür, dass er halt nicht nass wird. Ja? Wie ich am Anfangs ja gesagt habe, man muss sich immer bewusst sein, wo wandert man, welches Wetter ist zu erwarten, wo liegen die Risiken. Ja? Und in Deutschland sind die Risiken mit den vielen Schutzhütten, Campingplätzen, Hotels recht überschaubar, so dass man eigentlich so ein Material leicht trocken halten kann. Und ihr seht, man kann es.
Ich hatte mal einen, der, oder ein Neg war das, glaube ich, die ständig unter meinen Gear-Videos geschrieben hat, wie kannst du nur Down empfehlen, die Tiere, die, schrecklich, schrecklich. Ich habe in einem Video schon auf die Problematik von Lebendtropf hingewiesen, kann ich euch gerne mal hier verlinken. Ja, das ist, das sind so Fanatiker, die sehen nur schwarz und weiß. Natürlich ist Down aus Lebendtropf inakzeptabel. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben und mir diesen Enlighten Equipment geholt, weil Enlighten Equipment hat eine Zertifizierung, dass diese Daune 100% nicht von lebenden Tieren kommt. Das heißt, da hat man auch dann ein ruhiges Gewissen, dass da keine Tiere für gequält worden sind. Anders als bei einer anderen bekannten Firma, den Namen möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen, die machen sehr billige Daunenprodukte, also ich denke mal, das ist dann noch Lebendtropf, sonst könnten sie das nicht so billig anbieten und das muss jeder mit seinem Gewissen vereinbaren, ob er das dann sich kaufen will. Deswegen appelliere ich nochmal an euch, wenn ihr euch Daunenprodukte zulegt, achtet darauf, dass es eine Zertifizierung gibt, dass die Daune aus von toten Tieren kommt und nicht aus Lebendtropf. Also noch hier noch einmal, Daune aufpassen. Also eigentlich darf Daune nass werden, das ist kein Problem, wenn man ihn so wieder trocknen lässt, ja, den Quilt. Das Verklumpen entsteht dadurch, dass man ihn nass komprimiert. Dann hat man die ganze Isolation im Arsch. Also passt ein bisschen auf euren teuren Daunen-Schlafsack auf, wenn ihr euch für Daune entscheidet. Und achtet auch darauf, dass die Daune von toten Tieren kommt. Das hier ist das erste Ultralight-Produkt in meiner Sammlung, was ich wahrscheinlich wegwerfen kann. Das ist das Ground Sheet. Da ist noch viel Dreck drin hier, wie ihr seht. Das ist mir in zwei gerissen. Und aber nicht auf dem NST, sondern auf der Tour danach. Das heißt, diese Folie hat trotzdem den kompletten NST gehalten und auch einen guten Job gemacht. Aber ich schmeiße es jetzt weg. Ich könnte es wahrscheinlich wirklich noch kleben irgendwie. Aber das ist, naja, also was soll's. Ne, das ist aber wirklich das erste Plastikteil von meiner gesamten Ausrüstung nach all den Jahren, was ich entsorge. Bis jetzt hat alles gehalten. Als Beweis, hier ist noch das erste Paket. Ich habe ja das in einem Zweierpaket geliefert bekommen. Der Beweis, ich habe wirklich die ganze Tour dieses eine Groundsheet benutzt. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sauber machen hier. So, kommen wir zum Pocket Tarp. Das Pocket Tarp von CPEX, wunderbar für diese Tour, die ich gemacht habe und auch für das Wetter, was ich gehabt habe. Es ist eigentlich ein Notfall-Tarp, ähnlich wie ein Biwaksack im alpinen Bereich, was man schnell in der Tasche haben kann, auch in einem Daypack. Und man hat trotzdem immer ein Shelter und dabei. Dafür ist das eigentlich gedacht. Ich wusste ja, wo ich wandere, in Deutschland. Es gibt viele Schutzhütten. Bei Regen habe ich eh immer versucht, eine Schutzhütte zu erreichen. Deswegen habe ich das auch so als Notfallzelt angesehen. Ob ich damit jetzt zum Beispiel zum Nordkap laufen würde oder in ein Gebiet, wo es wenig Shelter gibt, wo eine hohe Feuchtigkeit herrscht oder hoher Niederschlag, weiß ich nicht. Das würde ich dann von Tour zu Tour entscheiden. Für diese Tour war das genau das Richtige, was ich mitgenommen habe. Ich habe das Tarp natürlich nicht so transportiert in dem Sack, das ist überflüssig. Aber bevor jetzt einige schreien, habe ich doch gesagt, nimm nicht so viele Packsäcke mit. Nein, ich hätte sogar noch mehr Packsäcke mitnehmen müssen, aber dazu später. Aber es ist lästig, so ein Zelt, auch wenn es nass ist, wieder in diesen Packsack zu stopfen und es nimmt im Rucksack auch am meisten Platz weg. Ich kann ja jetzt den Rucksack auch mal so packen, wie ich ihn in der Reihenfolge gepackt habe, damit ihr mir seht. So, ich habe das Zelt abgebaut. Noch, also zu dem Tarp kein einziges Löckskin. Der Aufbau ist easy mit einem Trekkingstock. Alles wunderbar, hat alles gehalten. Das Tarp hat das gemacht, was es sollte. Könnte ich nur empfehlen. So, das Tarp, ob nass oder nicht, habe ich immer in den Rucksack gestopft. Noch bevor ich den Inliner da rein tue. Also einfach das Tarp ganz nach unten stopfen. So. Zum Zelt gehört natürlich die Heringe. Da habe ich immer noch von Anfang an immer noch dieselben Heringe, wie ich sie im allerersten Gear-Video vorgestellt habe. Die Carbon-Heringe von CPEX. Auf meiner Tour habe ich einen Instagram-Post gesehen. Ich habe sofort den User gelöscht aus meiner Freundesliste. War nicht unmöglich. Der hat ein Bild gepostet von so ein paar Ultralight-Heringe, die zerbogen waren. Und dann mit so einem hämischen Kommentar. Haha, jetzt habe ich mal Ultralight ausprobiert. Ist doch alles scheiße, habe ich doch gesagt. So ein Post ist natürlich wie ein Haufen Scheiße. Da kommen die Fliegen. Ne? Aha, habe ich doch immer gewusst. Ach, Ultralight taugt nichts, bla bla bla. Wie ich auch am Anfang erzählt habe, bei Ultralight muss man natürlich auch den Kopf einschalten. Das heißt, man kann diese Heringe nicht überall mit Gewalt reinhämmern. Das kann man übrigens auch nicht mit super schweren Heringen. Die verbiegt man auch. Ihr seht, ich habe nicht einen einzigen hier irgendwie kaputt gekriegt. Einer habe ich, den zeige ich euch gleich mal, der ist so ein klein bisschen verbogen. Da habe ich dann rechtzeitig aufgehört, weil ich merkte, wo ich mit dem Stein
draufgehauen habe, dass das den Hering nicht gut tut. Und da muss man sich halt einfach eine andere Stelle suchen. So einfach ist das. Ja, man muss beim Ultralight auch mal ein bisschen den Kopf einschalten. Aber ansonsten die Heringe, die ich immer habe. So, jetzt kommen wir zum Netzshelter, zum Gewinner der Tour, sag ich mal. Hat super seinen Job gemacht, ist auch nichts kaputt gegangen, wie ihr sehen könnt. Und das habe ich halt immer so in Schutzhütten aufgehangen oder weil, wie gesagt, so Cowboy-Camping oder mich einfach da mit der Matratze dahin knallen, das ist ja nichts für mich. Ne? Das wisst ihr ja mit den ganzen Krabbeltieren. Und ich weiß auch, dass das auch für viele andere Leute nichts ist. Ne? So, also man muss jetzt keine Spinnenphobie unbedingt haben, aber halt, was da alles kreucht und fleucht und wie dreckig diese Schutzhütten manchmal sind. Und dann ist so ein Netzzelt einfach eine absolute Wohltat. Ja, das ist so ein Six Moon Design. Ja, das habe ich dann auch nicht mehr in diesen Beutel getan. Das ist alles viel zu viel Arbeit, sondern habe das dann auch als einfach über das Zelt direkt in den Sack gestopft, auch wenn es nass war. Der Nachteil an diesem Aufbau, es gibt einen Nachteil, ist erstmal der Boden hier, Seal-Nylon. Ein furchtbares Material, wenn es richtig dauerregnet, sifft das durch. Und es hatte einen Nachteil, dieses Zelt ist halt nicht dafür gemacht, um in das Tarp von CPAX eingehangen zu werden. CPAX hat alle Vorrichtungen. Es gibt da ja auch so eine Art Bath-Tube-Floor aus Cuban Fiber für das Pocket-Tarp. Und es gibt auch an den Enden halt diese Schlaufen zum Aufhängen. Also ich konnte das Zelt einhängen, ich kann es euch ja mal zeigen, also ohne Probleme. Aber der Bath-Tube-Floor hier ließ sich nicht gut spannen und ist außerdem, wie ihr sehen könnt, hier auch viel zu klein. Ich blende da vielleicht mal ein paar Videos ein. Ja, meine Freunde, so sieht das Six Moon Design Serenity Net Tent solo aufgebaut aus. Ja, da haue ich mich jetzt rein. Wunderbar. Ist eigentlich perfekt. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall hier diesen Badewannenboden aus Seal-Nylon ersetzen durch den Badewannenboden von CPAX aus Cuban Fiber. Der ist erstmal wesentlich höher. Das könnt ihr hier schon sehen. Bietet daher mehr Schutz. Und dieses Seal-Nylon, dieses Material, wenn das richtig nass wird, das sippt doch durch. Also damit bin ich nicht ganz so zufrieden. Ansonsten ist dieses Net-Tent auf jeden Fall schon mal der absolute Gewinner meiner Tour. Wie gesagt, modular einsetzbar, doppelwandiges Zelt, noch bis jetzt keine Probleme mit Kondenswasser. Kann ich in Hütten einfach so einhängen, kann ich wie hier im Wald in heißen Tagen einfach so drin pennen, wenn kein Regen angesagt ist und. Ein super Teil. So, und jetzt schlafe ich erstmal eine Runde. Das ist also, das war Mist, das war echt, das hat nicht so geklappt. Also hätte es jetzt irgendwie 3 Tage am Stück geregnet, hat ja auch einmal, dann bekommt man da mit dem System wirklich Probleme, weil das ist dann, also mir lief dann teilweise ein bisschen in den Ecken das Wasser rein, weil dieser Bath-Tube-Floor erstmal A, nicht richtig gespannt werden konnte in dem Pocket-Tarp und weil das Material, sie Nylon, einfach irgendwann durchsifft. Ne? Das ist also nicht optimal. Also mein Traum-Setup wäre es, wenn ich mir den Bath-Tube-Floor aus Cuban Fiber holen würde, der ist auch richtig hoch, das dann hier abschneiden würde, das Netz in das CPAX Bath-Tube-Floor Ground Sheet nähen würde und dann hätte ich mein Traum-Setup aller Zeiten, also Single-Setup, mit dem ich dann in Zukunft komplett meine Touren bestreiten würde, weil das ist einfach der absolute Gewinner der Tour gewesen. So, und dieses Netz, ob nass oder trocken, habe ich dann auch immer direkt in den Rucksack gestopft und das drückt die dann auch immer so weit runter wie möglich. Zack. So. Dann kommen wir direkt zum nächsten Teil, um das mal so eine Reihenfolge zu machen. Das hier ist mein Liner. Ihr seht immer noch der erste Liner aus dem ersten Video. Nichts kaputt, nichts weggeschmissen. Also, ne, man kann das Zeug wirklich lange benutzen. Viele fragen immer wieder, ein wasserdichter Rucksack, warum ein wasserdichter Liner? Das werdet ihr spätestens merken, wenn es mal in Strömen regnet und ihr versucht, euer Zelt aufzubauen oder was auch immer, dann werdet ihr froh sein, wenn ihr noch einen zweiten, dritten Sack dabei habt, wo ihr ein bisschen hin und her jonglieren könnt, weil ihr müsst ja Sachen aus dem Rucksack rausholen, es ist ja ein Toploader. In meinem Fall habe ich noch eine Drohne bei und teures Kameraequipment etc. Und da kann man dann halt nicht einfach das auf den Rasen legen, wenn es regnet. Ja? Und dann ist man froh, wenn man hier einige Sachen reintun kann und da noch und ein bisschen jonglieren kann. Und außerdem ist es einfach ein Sicherheitsbackup. Was soll ich hier lange rum erzählen? Ich würde es jedem nur empfehlen. Jetzt hat es den Vorteil, ich kann jetzt den Liner hier reintun und selbst wenn das Zelt und das Netzzelt jetzt nass ist, gerät es jetzt mit den anderen Sachen, die ich jetzt in den Sack reintue, nicht in Kontakt. Versteht ihr? Das ist super schlau. So, des Weiteren, wenn Hiking Machine mich besucht hat, habe ich hier das CPAX Duplex Tent mitgehabt. Ich nenne es einfach mal die Königin unter den Ultralight-Zelten. Das Ding ist wirklich ein Palast. Zweimann-Zelt habe ich in der freistehenden Variante. Das ist der absolute Oberburner. Würde ich niemals irgendwie anders aufbauen wollen, weil so könnt ihr es auch in Schutzhütten reinwerfen oder wo auch immer. Klasse Sache.
Ja, viele fragen, Soulboy, nimm doch das große Zelt mit für das halbe Kilo. Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein halbes Kilo. Hast du doch viel mehr Komfort. Du hast ein großes Zelt und etc. Im Netz geistern ja auch immer so Videos rum. Komfort, Ultralight-Trekking oder meine Luxus-Ultralight-Ausrüstung oder Ultralight-Genusswandern. Das ist alles Quatsch. Hinter den Begriffen versteckt oder kaschiert man nur, dass man im Endeffekt doch wieder mehr mitnimmt, als man eigentlich braucht. Kein Mensch, der alleine wandert, braucht ein Zwei-Mann-Zelt, um voranzukommen oder einen Klappstuhl zum Beispiel. Ja? Das sind immer so Sachen, ja, drei Luxusgegenstände sind ja erlaubt. Dann baut man sich selber solche Regeln, die es überhaupt nicht gibt. Generell ist beim Ultraleichtwandern gibt es gar keine Regeln, also ist gar nichts in Stein gemeißelt, weil ihr könnt doch mitnehmen, was ihr wollt. Mir ist das doch egal, weil ich muss es ja nicht tragen. Ihr müsst es tragen. Und deswegen, wenn ihr euch da in die Tasche lügen wollt, es ist ja so drei Luxusgegenstände sind erlaubt oder ich mache Komfort, Ultraleichtwandern. Ich habe euch schon mal in einem anderen Video erklärt, der Komfort beim Ultraleichtwandern liegt nicht darin, ein Zwei-Mann-Zelt dabei zu haben, ein leichtes oder einen Klappstuhl oder eine Säge oder ein halbes Kilo Fleisch zum Grillen oder was weiß ich. Der Komfort und der Luxus beim Ultraleichtwandern ist es, so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Wenn ihr einmal mit 25 Kilo am Rücken mal ein paar Kilometer marschiert seid und dann mal einen ultraleichten Rucksack, der alles beinhaltet, am Rücken habt, werdet ihr verstehen, was ich meine. Deswegen lasst euch da von solchen Begriffen nicht täuschen hier, Komfort, Ultralight und so ein Kram, sondern nehmt wirklich nur das Nötigste mit, was ihr unbedingt braucht. Ich hatte schon mal erwähnt, weg vom was könnte ich brauchen, hin zum was brauche ich unbedingt. Und ein Zweimannzelt brauche ich nicht unbedingt für eine Wanderung. So, kommen wir zur letzten Abteilung. Gehört jetzt nicht unbedingt zu den Big Three, aber mein Zelt baue ich halt auf mit einem Trekkingstock. Ich habe immer noch die Black Diamond Distance Carbon Set. Das ist der leichteste Trekkingstock, den es auf dem Markt gibt. Ich betone explizit Trekkingstock. Es gibt einen leichteren Wanderstock oder Gehstock, sage ich mal. Trailblazer heißen die, glaube ich. Der Fernwanderer hat den und der Patrick von Trailroads. Ja, hier könnt ihr mal sehen, das sind die Trekkingstöcke, die ich meine. Die sind von der Firma Mountain King und zwar hier Trailblaze heißen die. Das sind tatsächlich die einzigen Trekkingstöcke, die wirklich leichter sind als die Black Diamond Distance Carbon Z. Aber wie ihr sehen könnt, ihr seht es schon am Griff, eigentlich sind es keine richtigen Trekkingstöcke. Man hat nicht, wie ich eben schon auch gesagt habe, hier die Möglichkeit, wenn man berghoch geht, den Griff zu verändern oder auch hier obendrauf das abstützen, weil diese Trekkingstöcke haben tatsächlich oben halt diesen fiesen Knubbel und das stört schon, wenn man sich hier abstützen will. Ja? Und wie gesagt, man ist halt auch limitiert mit dem Griff. Aber das ist natürlich der Preis des Gewichtes, sage ich mal. Also wer damit klarkommt, für den sind diese Trailblaze auf jeden Fall eine Alternative und die kann man sich auch mal angucken. Aber ich bleibe doch lieber hier bei den Black Diamond Distance Carbon Z. Die haben auch den ganzen NST gehalten und damit bin ich einfach auch variabler unterwegs. Eigentlich kommt er auch aus dem Trailrunning, also ist noch nicht mal offiziell ein Trekkingstock. Aber man kann ihn halt hier unten greifen, man kann oben greifen oder man kann auch hier oben. Und das sind schon alles Sachen, die man mit dem anderen nicht kann. Das andere ist dann für mich wirklich nur ein Gehstock, ein Wanderstock. Aber den würde ich dann nicht als Trekkingstock bezeichnen. Deswegen ist das für mich immer noch erste Wahl. Das Zelt wird das Pocket Tarp wird mit einem Wanderstock aufgebaut. Double Extend ist ja bei mir freistehend, aber ich kann, wenn es sehr windig ist, dann immer noch die Trekkingstöcke als Unterstützung trotzdem drunter stecken. Ja, es gibt leider auch heute noch immer wieder ausgekorene Fachleute, die behaupten, diese Zelte, diese Cuban-Fiber-Zelte, die man mit einem Trekkingstock aufstellt, das wäre ja nur was für so leichte Wege, so wie der Rheinsteig oder der Moselsteig, ja, für das milde mitteleuropäische Klima. Da glänzen diese Leute wieder durch unheimliches Fachwissen. Da muss ich selber lachen. Also es ist unfassbar, weil man muss sich ja erstmal klar machen, wo kommt das Material und wo kommt diese Art von Zelte her? Die kommen nicht hier aus Europa. Dann würde ich dieses Argument ja noch verstehen. Nein, diese Zelte kommen von den amerikanischen, nordamerikanischen Wildnis-Trails, wo wirklich teilweise richtig raues Wetter herrscht. Und diese Zelte haben den Test of Time bestanden. Ja. Und wenn die nichts taugen würden, dann würden die auch nicht weiterhin benutzt. Deswegen lasst euch von solchen Aussagen, diese Art von Zelten sind nur für Rheinsteig oder ihr wisst schon, was ich meine. Lasst euch davon nicht in der Irre führen. Ganz davon abgesehen, der Rheinsteig und andere Wege sind auch nicht unbedingt leichte Wege. Aber diese Aussage ist totaler Quatsch. Vielmehr solltet ihr euch fragen, ob ihr generell mit so einer Art von Zelt unterwegs sein wollt oder braucht ihr doch mehr Luxus, braucht ihr vielleicht ein doppelwandiges Zelt, braucht ihr große Abside, habt ihr vielleicht einen Hund mit dabei, wo diese großen Abside sinnvoll sind und so weiter und so weiter. Das ist die Frage,
die man sich stellen muss, aber nicht, ob diese Art von Zelten jetzt für Wildnis-Trails geeignet sind, denn das sind sie, weil genau da kommen sie her. So, jetzt kommen wir zu meinem kleinen Highlight dieser Tour, also auch mit dem Netzzelt auf jeden Fall der Gewinner dieser Tour. Und zwar sind das hier diese Bohrhaken. Die Karabiner hier, die Ultraleichten, könnt ihr eigentlich weglassen, rein theoretisch, aber man kann solche Dinger immer mal gebrauchen. Ja, diese Bohrhaken, das habt ihr bestimmt oft schon in meinen Videos gesehen, die konnte ich dann überall reinbohren und konnte mir eine Art Wäscheleine spannen, was an sich ja schon mal praktisch ist an Regentagen. Aber in dieser Wäscheleine konnte ich dann auch immer mein Netzzelt aufhängen, wenn ich es nicht direkt irgendwo oben festschrauben konnte. Das Ding ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ja, das ist hier ganz dünnes Dynema-Cord, ich glaube 1,25 Millimeter. Super robust, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bushcrafter würden wahrscheinlich jetzt so Paracord mitnehmen, ne? Aber halt als Ultraleichtwanderer nimmt man dieses dünne. Und ja, das sind diese Bohrhaken, die kriegt ihr ja in jedem Bauhaus. Achtet darauf, dass ihr welche bekommt, würde ich euch zumindest empfehlen, mit einem selbstdrehenden Gewinde. Und das konnte ich wirklich überall in jede Holzart reinschrauben. Also ich bin nicht einmal an meine Grenze gestoßen, wo ich dachte, ich kriege das einfach nicht rein. Sucht euch einfach schon Spalten im Holz, dann macht ihr auch nichts kaputt. Die sind ja mal oft vorhanden und ich muss sagen, ohne dieses Teil, sage ich euch ganz ehrlich, wäre meine Tour nicht so entspannt geworden, weil ich kann mich nicht einfach da so auf den Boden knallen. Ich brauche immer dieses Netzzelt. Das gibt mir Schutz, das gibt mir einen ruhigen Schlaf und dann diese Kombination zu haben, also dank diesem blöden Set konnte ich das Ding wirklich überall aufspannen. Wirklich überall. Es gab nicht eine einzige Hütte oder Gegebenheit, wo ich sage, scheiße, hier kann ich mein Netzzelt nicht aufbauen. Ich konnte es immer irgendwie aufbauen. Und dank diesen Bohrhaken und diesem Stückchen Schnur, von der Wäscheleine mal ganz abgesehen. Also, das ist jetzt fester Bestandteil auf jeden Fall meiner Touren. Ja, meine Freunde, wir machen ja in der Reihenfolge weiter, wie wir den Rucksack packen. Also in dem Rucksack befindet sich jetzt gerade das Tarp und das Netzzelt und dann der Inliner darüber. So, als erstes in den Sack habe ich ganz unten hier diesen Pumpsack gefüllt mit meinem Schlafsack. Also der hat nochmal eine wasserdichte Sicherung. Da seht ihr, wie ernst ich das nehme mit Daune, sollte nicht nass werden. Dieser Pumpsack war gleichzeitig mein Kopfkissen abends, wo ich dann halt meine Ersatzklamotten reingestopft habe. War gleichzeitig der Compression Sack für den Schlafsack. Und natürlich der Pumpsack für die Thermarest. Das mit dem Pumpen hat im Grunde genommen hier durch das Ventil ganz gut funktioniert, den ganzen NST über. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Pumpleistung hat stark abgenommen. Ich vermute, hier ist irgendeine Naht undicht geworden. Er funktioniert noch, aber nicht mehr so effektiv wie noch auf dem NST. Das heißt im Grunde genommen, der ist auf jeden Fall austauschwürdig. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man den noch kriegt und müsste ich mal gucken. An sich hat das System aber auf dem NST hervorragend funktioniert. Also, wie habe ich ihn bepackt abends immer? Zack, natürlich als erstes den Quilt rein. Ihr könnt ihn jetzt richtig schön komprimieren in diesem Sack. Ja. Nicht nur das, ihr könnt jetzt auch das Ventil öffnen und dann hier richtig die Luft rauslassen, ja, wenn er den jetzt hier oben schon zugemacht hat. Also ihr könnt ihn noch weiter komprimieren, das geht noch eine ganze Ecke. Aber es kommen ja noch Sachen dazu. Fangen wir mit den Ersatzklamotten bzw. den Schlafklamotten an. Mit hatte ich meine Thermounterwäsche von Loot. Die müsst ihr auf jeden Fall eine Nummer größer kaufen. Das ist so die italienische Größe. Also ich nehme hier zum Beispiel XL. Aber das Zeug ist einfach nur der absolute Burner, der absolute Wahnsinn. Das Zeug habe ich auch in den Alpen angehabt, unter meinen Klamotten, als dieser Schneesturm kam. Und dieses Material nimmt halt keine Feuchtigkeit auf. Also das kommt auch trocken aus der Waschmaschine. Mein ganzes Hosenbein damals war ja gletschnass bis zu den Knien. Klar, wir hatten kniehoch Schnee und durch diese Thermounterwäsche darunter, das war alles furztrocken und mollig warm. Ich habe auch in keiner Nacht gefroren, auch nicht bei Minustemperaturen. Also das Zeug kann ich jedem nur empfehlen. Jeweils 100 Gramm Longsleeve und lange Unterhose. Absolut fantastisch. Könnt ihr kombinieren, könnt ihr auch mal an kalten Tagen noch zusätzlich drunter anziehen. Würde ich aber keinen empfehlen, das ist wirklich sehr knackig warm. Ja, tolle Sachen, kommen auf jeden Fall immer wieder mit. So, die kommen dann auch da rein. Dann
hatte ich immer mit ein paar Ersatzsocken, ne? Also die ich am Körper anhatte und ein paar Ersatzsocken, die sind sogar noch vom NST. Ich habe ein paar Darntuffs durchgeschlissen, aber nicht auf dem NST alleine, die hatte ich auch schon auf dem Westweg, auf dem Hochröner, am Harzer Hexenstieg und. Also die hatten bestimmt ihre 2000 oder 1600 Kilometer so circa runter und dann kam ein kleines Löckske rein. Man kann diese Socken zurückschicken, das funktioniert tatsächlich, also die bieten wirklich eine lebenslange Garantie an. Ja, muss man sich überlegen, ne, mit Kerosinkosten, ob man wirklich so pedantisch sein will, nur weil man das kann, diese Socken nach Amerika zurückzuschicken. Das finde ich ein bisschen lächerlich, vor allen Dingen, wenn die so viele Kilometer hinter sich haben. Aber das muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Ich würde es nicht tun, ich mache es auch nicht. Auf jeden Fall die Darntuffs, super Socken. Ich hatte zwischenzeitlich auch dann nochmal ein paar Falke verschlissen. Das waren alles noch Sachen, die ich zu Hause hatte, Geschenke, die ich dann einfach mal weghaben wollte. Aber im Grunde genommen habe ich immer ein paar angehabt, ein paar trockene Socken als Ersatz. Dann hatte ich immer mit, was ich auf jeden Fall nicht bereue, sind meine Sealskins. Das sind wasserdichte Socken. Das sind die in der Sommeredition. Und hätte ich die nicht gehabt, hätte ich, das sage ich euch ganz ehrlich, da oben im Schnee nicht rumkraxeln können. Ich weiß nicht, wie die Amerikaner das machen mit den Trailrunning-Schuhen, mit den Atmungsaktiven und dann in der Sierra oder was weiß ich, da oben im Schnee da rumhampeln. Ich bin mit den Dantas und mit den Altras hoch im Schnee und bin so weit gegangen, wie ich ehrlich gesagt konnte, okay, das geht noch. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt frieren mir langsam meine Zehen ab. Dann musste ich wechseln, bin in die wasserdichten Socken rein, hatte noch ein paar Dantas noch drunter zusätzlich und ich muss sagen, wunderbar, mollig warme Füße. Ich bin stundenlang im Schnee gestapft, am nächsten Tag auch noch. Aber ich sage euch ehrlich, ohne diese wasserdichten Socken hätte ich wahrscheinlich abgebrochen und umgedreht. Ja? Und auch ansonsten bei Regen gebe ich euch den Tipp, benutzt diese Socken nicht als Dauereinsatz. Ja? Ich habe die immer rausgeholt, wenn es tagelang geregnet hat oder wenn es wirklich unangenehm wurde. Mir macht das nichts aus, mal einen Tag mit nassen Füßen zu laufen. Oder ja, das ist auch, das macht euch auch nichts aus, daran solltet ihr euch gewöhnen. Aber wenn halt tagelang nasse Füße da sind, dann kann das sogar gefährlich werden. Und dann hat man halt wirklich hier dieses Backup. Und das andere Schöne an diesen wasserdichten Socken, man spart sich die Campschuhe, weil man kommt abends an der Hütte an, zum Beispiel, wo man nächtigen will. Man hat klatschnasse Füße. So, was macht man jetzt? Man zieht die trockenen Socken an, so weit, so gut. So, und jetzt müsste man theoretisch in die nassen Schuhe wieder rein, wenn man noch ein bisschen rumlaufen will, Wasser holen will oder was weiß ich. Ich habe es immer so gemacht, ich bin nicht in die meine Ersatzsocken rein, sondern in die wasserdichten Socken. Und dann konnte ich in die nassen Schuhe rein und hatte trotzdem mollig warme, trockene Füße, konnte überall rumlaufen. Also wunderbar, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe, spart euch die Campschuhe. Also wasserdichte Socken kommen bei mir in Zukunft immer wieder mit. Was war noch drin? Eine Ersatzunterhose. Eine Unterhose hatte ich immer an und eine Ersatzunterhose kam in den Schlafsack-Kleidersack. Ich war ja sonst immer mit Icebreaker unterwegs mit den Unabuchsen und ich kann euch sagen, ihr seht da auch schon, ne, das ist noch eine Originalhose vom NST, das knüsselt, die Hosen werden auch weiten sich auch aus und dann hat man das immer hinten drin hängen, ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn es die größten körperlichen Probleme hatte ich tatsächlich auf dem NST mit dem berühmten Wolf, der war bei mir sehr oft zu besuchen, das war sehr, sehr oft sehr unangenehm und vieles führe ich halt auf diese Unterwäsche zurück. Deswegen bin ich jetzt gewechselt und zwar, also ich bin weiterhin Fan von Merino, nicht, dass er mich falsch versteht, aber nicht mehr in Sachen Unterhose. Ich habe mir jetzt hier diese Unterwäsche von Under Armour geholt. Das ist eine ganz dünne, eng anliegende Boxershorts. Finde ich sowieso geil, die bleibt halt auch eng anliegend. Das ist halt der Unterschied zwischen der Merino-Unterhose. Die ist am Anfang eng anliegend, dann leiert die aus. Und die ist schön eng anliegend, auch am Po. Die hatte ich an jetzt bei meiner Herbsttour, wo ich eine neue Wegführung für den NST ausprobiert habe. Es waren ja auch über 200 Kilometer und hatte mit Wolf und so kein Problem mehr. Also es lag wahrscheinlich wirklich an der falschen Unterwäsche. Ganz toll, wunderbar, habe ich mir zwei Stück von gekauft. Und da werde ich das in Zukunft auch so machen. Eine wandert in den Ersatzsack und eine habe ich natürlich am Körper. Und der zweite Vorteil natürlich ist, Merino, wenn man Merino wäscht, das dauert wesentlich länger, bis das trocknet. Und gerade Unterwäsche sollte man ja täglich waschen, also immer die Ersatzbuchs, kann man dann problemlos waschen, hinten am Rucksack hängen. Das ist dann auch ruckzuck trocken. Und das ist halt mit Merino nicht so der Fall.
Und dann hatte ich noch dabei, das ist auch noch original NST, das war hier mein Merino-T-Shirt für fein. Also das hatte ich immer als Ersatz dabei und das habe ich dann wirklich immer nur angezogen, so in Hotels oder wenn ich dann da mal essen gehen wollte abends und so. Oder wenn ich einfach mal ein frisches Shirt halt brauchte. Aber das habe ich halt selten angehabt zum Wandern, weil das ist halt ein Nachteil von Merino. Das geht halt wirklich recht schnell kaputt, man hat mal ein Löckchen drin. Das ist sehr schade, hat mich aber nicht gestört, weil ich mag einfach Merino. Es wärmt gut, wenn es nass ist, es kühlt im Sommer und es stinkt bei weitem nicht so, wenn man das tagelang trägt. Aber da habe ich immer darauf geachtet, dass ich immer ein sauberes Shirt noch dabei hatte. So, das alles jetzt hier kommt in den Sack. Dann wird das hier gestopft, komprimiert und dann kommt das in den Rucksack. So klein geht das. So, und ihr seht, ihr habt jetzt nicht viel Volumen und es kann noch weiter komprimiert werden. Also machen wir weiter. So, dann kommen wir zum Kochsystem. Habt ihr ja auch schon ausgiebig in meinen Videos in Aktion gesehen. Und das ist auch das Kochsystem, was ich in Zukunft auf kurzen, auf langen Touren benutzen werde. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer bei Spiritus bleiben. Finde ich cool. Hat mich nicht hängen lassen. Bei Kälte, bei Hitze. Ja, mein selbst gebastelter Deckel hier, der wiegt wirklich gar nichts. Also die Waage erkennt auf jeden Fall kein Gewicht. Macht genau das, was er machen soll. Man kann sich ja auch so einen kleinen Henkel dran basteln. Das hatte ich mal in meiner ersten Version, aber brauche ich eigentlich nicht. Und wenn ihr wissen wollt, woraus ich den gemacht habe, das sind hier so Koch-Aluschalen. Die hat der Patrick mir besorgt von der Arbeit. Wunderbar. Also wirklich, die haben auch genau die richtige Stärke, Dicke. Kann ich euch nur empfehlen. Die sind wirklich richtig gut. Ja, und das hier, ob ihr es glaubt oder nicht, ist tatsächlich der Originalbecher, den ich in meinem ersten Gear-Video vorgestellt habe. Den habe ich tatsächlich den ganzen NST benutzt. Schmeiße ich jetzt weg. Das ist auch also mit Sachen weichmachen und etc. Ich weiß nicht, ob das auch so intelligent war, den so lange zu benutzen. Bestimmt nicht. Also aus hygienischen Gründen würde ich den sowieso jedem raten, den öfters auszutauschen. Aber ich wollte eigentlich euch auch zeigen, dass es geht. Also er geht nicht kaputt. Ich habe da jeden Tag Kaffee daraus getrunken. Und ihr seht, es ist im Grunde genommen kein Problem. Ja, mein Läppchen hier zum Saubermachen. Ne? Muss man in die Waschmaschine. So, dann hier die Primer Pen. Also eine Art Vorglühkralle, dann der selbstgebaute Aluminium-Dosenkocher, Alkoholstove, ein Sideburner, wunderbar, wirklich, was soll ich sagen, der hat es einfach geleistet, dieser Brenner. Ne? Hier habe ich so einen kleinen Messbecher immer, der hier optimal reinpasst und dann habe ich immer ein paar Tröpfchen auch in die Primer Pen getan, wie ich ja schon mal erzählt habe und dann eigentlich, wenn der Topf draufsteht, habe ich dann einfach die paar Tröpfchen in der Primer Pen entzündet und durch die Hitze hat sich das Spiritus innen erhitzt und damit zünden dann die Düsen, ne, die Jets. Und es verbrennt halt kein Alkohol unsinnig hier in der Mitte. Für mich das absolute optimale System. Die Sachen an sich, die Evernew-Tasse etc. habe ich euch ja ausgiebig vorgestellt in dem anderen Video. Das System hat optimal funktioniert, auch bei Kälte. Da hatte ich zwar hin und wieder mal ein bisschen Problem, das Spiritus anzuzünden. Das weiß man ja bei Kälte, ne? Deswegen ja auch diese Vorglühkralle. Da habe ich mal mit kalten Händen da dann das Feuerzeug. Das war schon manchmal ein bisschen heftig da, vor allem in den Alpen oben. Aber es hat trotzdem wunderbar funktioniert. Also ich habe es jedes Mal anbekommen, auf jeden Fall. Ja, und hier in diesem Video von meinem YouTube-Kollegen Markus on the Trail könnt ihr mal schön sehen, wir haben so eine kleine Wintertour gemacht im Teutoburger Wald. Und da habe ich diesen Spiritus-Dosenkocher mal ausprobiert mit der schwedischen Jägerpfanne, also eine Eisenpfanne. Und was ich nicht gedacht hätte, selbst das funktioniert einwandfrei. Na klar, man muss es festhalten, es ist ein bisschen kibbelig auf dem kleinen Dosenkocher, aber die Brennflamme ist absolut genial und das auch ohne dieses Standkreuz, was man sonst immer noch dazu benutzt. Also ich könnte da ohne Probleme auch einen ganzen Topf drauf stellen. Also dieser Dosenkocher überrascht mich auch heute noch. Ja, das Feuerzeug ist tatsächlich das Originalfeuerzeug vom NST. Das war, als ich es mitgenommen habe, halb voll und es ist tatsächlich immer noch was drin, also kein Problem. Kaffeefilter war ja hier die Sonja, habe ich euch schon tausendmal vorgestellt. Das war so mein Set, was in der Tasse war. Und jetzt kommt das Set, was noch dazugehört, und zwar die Hitzetasche. Ja,
Da drin hatte ich immer den Löffel. Und da haben ja auch einige gesagt, ja, so Holzlöffel oder ach ja, ich weiß nicht. Und ich war auch am Zweifeln, ob der mir nicht durchbricht auf der ganzen Tour. Soll ich doch nicht lieber Titanium nehmen? Ich werde für immer diesen Löffel nehmen, also beziehungsweise Holzlöffel. Wiegt wirklich nur die Hälfte von einem Titaniumlöffel. Und ihr seht, er ist nicht kaputt gegangen. Ich habe ihn heute noch in Gebrauch, also alles in Ordnung. Dabei hatte ich einen Windschutz aus Titanium. Den habe ich recht selten gebraucht, weil, wie gesagt, meine Tipps sind immer praxisnah. Man kocht eh nicht, wenn es stürmt draußen. Da hat man überhaupt keinen Bock. Also ich hätte da keinen Bock zu essen. Ich suche mir ein ruhiges Plätzchen, ein windstilles Plätzchen, ob so eine Hütte ist oder nicht. Und das macht man wirklich nur im absoluten Notfall, wenn wirklich gar nichts mehr da ist. Und dann esse ich wahrscheinlich auch lieber kalt. Deswegen, vor kurzem kam ja dieses neue Kochsystem raus mit diesen Klammern, ihr wisst schon. Und da waren dann auch einige Ultraleichtwanderer, die dann umgestiegen sind, die dann anstatt so einem leichten System dann doch wieder das schwerere System mitgenommen haben, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil mir ist das egal, ob das hier mit den Büroklammern, ob das ein bisschen Gefummel ist. Ich meine, die Frage ist, macht das Ding seinen Job? Und die Antwort ist ja. Ja, ob das hier ein bisschen flatterig ist oder so, wen interessiert das? Ich habe doch auf dem Trail genug Zeit. Dafür aber das Doppelte an Gewichten mitzunehmen, nur mit der Ausrede, ja, das ist dann hier stabil und so. Wer mit Spiritus im Wald kocht, sollte sich sowieso klar sein, dass das offenes Feuer ist, dass es gefährlich ist und deswegen sollte man grundsätzlich sich eine Stelle suchen, wo hier nichts umkippen kann. Ja, mir ist nur ein einziges Mal dieser Spiritus-Topf brennend umgefallen, weil ich Idiot nicht aufgepasst habe und dagegen getreten bin. Das wäre auch mit jedem anderen System, egal wie stabil es ist, wäre das Ding umgekippt. Also ist für mich überflüssig so ein schweres System, nur aus dem Grund der Stabilität. Bei mir zählt die Funktionalität und die habe ich hier 3000 Kilometer bewiesen. Das geht, das macht alles, was es soll. Das System ist halt mit Topf leichter als dieses populäre System im Augenblick mit diesen Klammern. Was soll ich dann also noch dazu sagen? Und in Sachen Effektivität, klar, dieses geschlossene System wird wahrscheinlich ein paar Milliliter weniger Spiritus verbrauchen, aber das ist sowieso ein Nullsummenspiel, weil durch dieses super leichte Gewicht kann ich ja einfach mehr Spiritus mitnehmen und schon bin ich immer noch leichter als dieses andere System. So, transportiert habe ich den Spiritus, wie ich schon angekündigt habe, hier in diesem 330 Milliliter Beutel Capri-Sonne. Ich habe noch den alten Beutel hier mit dem alten Verschluss. Die haben jetzt so einen hässlichen neuen. Das ist nicht schön. Und das ist tatsächlich der Original Capri-Sonnen-Behälter, den ich auch in dem Gear-Video vorgestellt habe und den ich 3000 Kilometer durch Deutschland geschleppt habe. Ihr seht, der ist noch dicht. Ist alles, hat alles prima funktioniert. Habe ich immer zwischenzeitlich mal aufgefüllt. Da kamen, glaube ich, die meisten Fragen, wie ich das gemacht habe. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ne? Also ihr könnt euer Auto in regelmäßigen Kilometerabständen als Lager hernehmen. Ihr könnt euch selber Pakete zuschicken oder Bekannte schicken euch da Pakete zu, wo ihr nachfüllen könnt. Oder ihr kauft halt wirklich einen Liter für 1 Euro noch was, füllt euch das ab und fragt höflich im Laden, ob ihr das da abgeben könnt. Meistens haben die immer als Reinigungsmittel oder was weiß ich noch Verwendung dafür oder können das weiter verschenken. Das hat auch funktioniert. Also macht euch da keine Sorgen. Aber wie gesagt, aus Erfahrung, so ein Ding hat auch immer so ein, zwei Wochen gereicht, locker, weil man kocht ja nicht jeden Tag. Ja, das war mein Kochset. Ich habe den Löffel, den Windschutz, habe ich immer in meiner Cooking Pouch gehabt, mit hier so ein bisschen Tee, manchmal auch so ein bisschen Frühstückskram dabei, weil die Cooking Pouch kommt außen an den Rucksack oder beziehungsweise ganz nach oben. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich packe jetzt mal den Rucksack in der richtigen Reihenfolge. Ja, das war also mein famoses Kochsystem. Kommen wir zum Messer. Eigentlich wollte ich das Messer schon längst mal hier bei Instagram posten. Da gibt es ja den Knife Monday. Ja, das ist dieses Victorinox Classic Schweizer Armeemesser. Tja, was soll ich sagen? Es hat tatsächlich funktioniert. Hier die Nagelfeile war Gold wert, das Messer sowieso. Der Hammer war die Schere. Die habe ich tatsächlich als Nagelschere benutzen können. Das war echt total der Brüller. Hätte ich gar nicht gedacht. Die ist wirklich richtig gut, so zum Nägelschneiden. Ja, Pinzette habe ich selten gebraucht. Und aufgepimpt habe ich das hier halt mit so einem Flaschenöffner aus Titanium. Furchtbar leicht, aber damit konnte man. War ein bisschen umständlich, aber es ging damit, eine Bierflasche aufzumachen. Ja, und schon hatte ich alles dabei.
Als ich das Messer vorgestellt habe in meinem ersten Gear-Video, kam so ein blöder Kommentar, das ist kein Messer, das ist ein Messer. Ich glaube, das war aus Crocodile Dundee oder Rambo oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. An dem Spruch musste ich dann denken, als ich mir hier am Daumen richtig tief eine Schnittverletzung zugezogen habe. Das war auf dem kahlen Asten, da hatte ich mir ein richtig schönes Stück Speck bei und dachte, ja, hier mit dem kleinen Messer, ne, schneid sie mal ein Stück ab. Bin dann abgerutscht und zack, richtig rein. Das war eine richtig, die Narbe ist heute noch zu sehen, das war eine richtig tiefe Schnittverletzung. Und da habe ich mir gedacht, ja, selbst so ein kleines Scheißerchen ist messerscharf. Also diese Victorinox, es ist immer noch ein Messer, egal was Leute sagen. Ne, für einige ist das ein Spielzeug, aber es ist tatsächlich ein messerscharfes Gerät, womit man sich böse verletzen kann. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Dickes Pflaster drauf, erste Hilfe-Set, kommen wir gleich zu. Und die Sache war gegessen. Ja, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Wasch- und Hygieneset. Wenn ihr nochmal wissen wollt, was das hier für ein Beutel war und etc. etc., das Video da oben ist ja in der Ecke. Da stelle ich diese Sachen ganz ausführlich vor. Hier geht es ja nur darum, wie hat alles funktioniert. Und es hat funktioniert. Also gerade dieses Handtuch hier, wo viele mal denken so, klar, kriegt man sich damit trocken. Ja, man muss es zwar mehrmals auswringen, aber das hat so eine Saugkraft, dieses blöde Teil. Es ist unfassbar. Also das war wirklich mein Haupthandtuch. Wird auch in Zukunft bleiben. Mehr braucht man nicht. Dann, was ich überhaupt nicht missen möchte, sind diese Waschtabs. Da muss man wirklich gucken, dass man sich auf dem Trail die immer irgendwie zuschicken lässt oder man, wie ich schon eben erwähnte, man benutzt das Auto als Basislager oder keine Ahnung, dass man ständig Zugriff hat auf diese Waschtabs. Ich finde die so dermaßen geil. Wie oft habe ich mich dann abends mitgewaschen im Zelt, hier auch im Intimbereich mal und unter den Achseln und 100% biologisch abbaubar, wollte ich hier nochmal erwähnen. Ja, tolle Sache, also die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann hier meine Zahnbürste, das ist wirklich auch halt die Original-NST-Zahnbürste, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Funktioniert wunderbar. Abgesägt natürlich, klar. Dazu die Zahnputztabletten, davon hatte ich ja natürlich immer ein bisschen mehr bei, klar. Ja, Dr. Bronner's Magic Soap, damit habe ich meine Klamotten gewaschen, mich gewaschen. Damit kann man sich rein theoretisch auch die Zähne putzen, rein theoretisch, aber ich finde diese Tabletten dann doch etwas angenehmer. Zu dem Dr. Bronner's muss ich noch sagen, in meinem Gear-Video habe ich hier dieses Behältnis vorgestellt mit diesem eleganten Ausguss. Da muss ich sagen, lass die Finger davon. Das war ein kompletter Reinfall. Das war wirklich ein Gegenstand, den ich austauschen musste, weil selbst hier im geschlossenen Zustand ist hier ständig Dr. Bronner's ausgelaufen, das schön hier in die Tasche rein und das ständig. Und schade, eigentlich eine gute Idee mit diesem Ausfluss, dass man das auch so tröpfchenweise dosieren kann, aber war ein kompletter Reinfall. Also bin ich dann, habe ich dann auf der Tour wieder hier zu so einem klassischen Nalgene-Fläschchen gewechselt und hatte dann auch Ruhe gehabt. Normalerweise habe ich noch eine kleine Flasche bei mit meinem Anti-Schuppen-Shampoo, das brauche ich wirklich. Habe ich jetzt hier gar nicht drin, habe ich wahrscheinlich aufgebraucht. Also ist da normalerweise noch ein kleines Fläschchen von dem Anti-Schuppen-Zeug habe ich dabei. Hier hatte ich ja meinen kleinen Zerstäuber bei, wenn ich mich rasiert habe. Hatte ich mal ein bisschen Aftershave bei, eine ganz tolle Sache, möchte ich auch nicht missen. Das ist vielleicht wirklich ein klein bisschen Luxus, da gebe ich zu. Aber ab und zu mal angenehm zu riechen, wenn man abends essen geht, ist ja auch nicht schlecht. Das hier ist eine kleine Dose Hirschteig. Das ist sehr angenehm, wenn der Wolf zu Besuch kommt, ne? Oder halt für die Füße. Habe ich mich abends halt oft mit einmassiert. Dann hier mein Duschcap. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in meinem Q&A-Video vorgestellt. Mega geil. Also sich abends damit duschen zu können. Ich blende da mal eine kurze Szene ein. Hammer. Also in Kombination mit diesen feuchten Kompresstüchern. Absoluter Wahnsinn. So, dann habe ich einen bösen Fehler in meinem Gear-Video begangen. Ich habe Einwegrasierer vorgestellt, die ich mitnehme und habe vergessen, da den Stiel abzusägen. Aber wie ihr sehen könnt, natürlich habe ich den Stiel abgesägt und damit kann man sich halt rasieren. Warum auch nicht? Also kein Mensch braucht diesen Stiel. Und davon hatte ich halt ein paar Stück bei und bin damit eigentlich über den ganzen NST gekommen. Ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen mein komplettes Hygieneset. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, natürlich von der Menge her ein bisschen mehr, ein bisschen Handtücher, ein bisschen mehr Zahnputzzeug, noch ein, zwei Rasierer, noch ein zweites Fläschchen von dem Anti-Schuppen-Shampoo und dann habt ihr eigentlich so das Set, was ich komplett die 5 Monate dabei hatte.
Ja, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Erste-Hilfe-Set und Wellness-Set oder was weiß ich. Also früher habe ich mich ja immer mit Pferdesalbe einmassiert, das wisst ihr ja. Ich benutze aber jetzt Tigerbalm und zwar gibt es einmal hier den roten Tigerbalm, der wird ziemlich heiß und einmal hier diesen weißen Tigerbalm, der ist kühlend. Den finde ich aber nicht ganz so gut. Also ich habe immer jetzt hier den roten benutzt, damit habe ich mich fast täglich abends immer einmassiert. Also die Waden, die Muskeln, die Knie, Schulterbereich, ganz, ganz tolles Zeug. Ist wie ein wärmender Umschlag. Das tut so gut, wenn er abends dann im Bett liegt und ihr habt euch damit so ein bisschen einmassiert. Benutzen, glaube ich, auch so MMA-Kämpfer, ne? Um dann halt so mal ein bisschen so kleinere Blessuren schnell zu behandeln. Also wirklich richtig gutes Zeug. Ja, zusätzlich dazu hatte ich hier diesen kleinen Kork-Massageball und ich habe ihn tatsächlich öfters benutzt, als ich vorher eigentlich dachte. Nicht täglich, aber doch fast habe ich mir immer damit hier so unter den Fußsohlen, das tut richtig gut, die Waden mal so richtig durchkneten. Also das ist alles noch zusätzlich, was ihr machen könnt zum Stretching oder Yoga-Übungen sind sehr gut bei so langen Trails. Aber das Ding ist wirklich ganz toll. Ihr könnt das dann auch so an der Rückwand von der Schutzhütte und dann auch den Rücken so durchkneten. Ne? Könnt ihr auch dann machen, wenn ihr alleine seid. Das ist echt gut. Also das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Das muss nicht sein, aber ich finde schon, das bringt was, wenn man sich abends durchknetet, gerade wenn man mal so einen 30, 40, 45 Kilometer Tag hatte. Dabei hatte ich natürlich immer Sonnencreme, wird auch oft vergessen oder als nicht so wichtig abgetan, aber Sonnencreme sollte immer dabei sein, habe ich auch recht oft benutzt. Und hier, wie ihr sehen könnt, an dem Fläschchen habe ich noch ein bisschen Gaffertape rumgeklebt, Reparaturtape braucht man immer, kann man auch um Trekkingstock machen, aber ich habe es jetzt hier halt um diese Sonnencreme gemacht, die habe ich mir auch immer wieder aufgefüllt, wenn die leer war. Dazu hatte ich, glaube ich, immer noch so ein bisschen Anti-Zecken, Mückenspray, habe ich jetzt gerade hier nicht, aber das hatte ich auch immer dabei. Gut. Dann kommen wir mal zum Erste-Hilfe-Set. Ja, das ist im Großen und Ganzen dasselbe Erste-Hilfe- und Reparatur-Set, wie ich es im Video vorgestellt habe. Ich habe die Mullbinde, die habe ich rausgeschmissen. Die war unnötig, Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, hier ein bisschen Ibuprofen, klar. Ich habe mir hier dieses kinetische Tape, ich weiß es gar nicht, habe ich schon öfters mal bei Fußballern gesehen, zugelegt, auf Empfehlung eines Abonnenten. Habe ich nie gebraucht, aber mit diesem Tape kann man noch sehr gut Sachen reparieren, flicken und so. Also, naja, ich habe es einfach mal dazu getan. Natürlich, die Blasenpflaster waren dabei von Compart. Die sind mit am besten. Das sind richtig, richtig dick sind die. Und habe ich jetzt gar nicht mehr dabei. Ein größeres Pflaster hatte ich auch noch hier drin, für, wenn man mal eine Schnittwunde hat. Das hatte ich dabei. Ja, und hier noch so ein paar Tabletten zum Wasser reinigen, also so ein Notfall-Backup. Seht ihr, habe ich nicht ein einziges Mal gebraucht. Aber das war so mein Erste-Hilfe-Set. Ja, die Zeckenzange, die hatte ich auch noch dabei. Das ist, verwechseln einige immer mit einem Garn, ein Fehler. Die sehen genauso aus, aber das ist tatsächlich eine kleine Zeckenschlinge für diese ganz kleinen Zecken, für diese Nymphen. Ja, also auch mal dabei beim Set. Es gibt natürlich auch so kleine Haken und was nicht alles, ne? Also das, aber die soll wirklich ganz gut sein. Ja, dann hier meine Cuban Fiber Patches. Habe ich auch ein paar Mal am Rucksack benutzt, das habt ihr ja gesehen. Damit konnte ich da super kleinere Reparaturen vornehmen. Ja, dann habe ich noch ein kleines Nähset hier mit dabei gehabt, aus dem Hotel mal irgendwie mitgenommen. Da habe ich noch eine Sicherheitsnadel noch zusätzlich dazu getan und so ein paar Caplocks hier. Habe ich eigentlich auch nie gebraucht, aber waren mit dabei. Und noch drin in diesem Set, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, waren natürlich noch die Flicken von der Summerest. Die hatte ich auch immer im Reparatur- und Erste-Hilfe-Set mit drin. Jetzt kommen wir zum Futtersack, beziehungsweise hier zu dieser schicken, eleganten Packing-Cell. Das Ding hat sich wirklich auch super bewährt, war immer schön gefüllt, je nachdem, wo ich unterwegs war. Und ich rate euch aber trotzdem, knallt euch den Rucksack nicht mit Essen voll. Also nicht, wenn ihr in Deutschland wandert. Ihr kommt eigentlich auf dem NST fast jeden Tag an einem Supermarkt vorbei. Wirklich, fast jeden Tag. Ich glaube, auf dem Sohnwaldsteig gab es mal ein bisschen wenig und im Schwarzwald, also ohne den Trail jetzt großartig verlassen zu müssen.
Deswegen, ich hatte immer eine Trekkingnahrung drin, die hatte ich immer drin, das war mein Notfall-Backup, ein bisschen Couscous hatte ich noch drin. So, aber ansonsten hatte ich eigentlich immer nur so das Nötigste dabei. Meistens waren das immer hier so leckere Suppen, da kann man sich dann immer mal ein paar Würstchen reinschnibbeln oder so ein paar Maultaschen gehen immer. Diese Paste ist eigentlich ganz gut, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die kann man kombinieren mit ein paar Nudeln oder dass man auch mal ein bisschen Abwechslung hat. Ansonsten, ja, waren das immer so eigentlich mehr oder weniger dieselben Sachen. Ich hatte immer ein frisches Brot dabei, weil ich bin ein großer Brotfan. Natürlich dann ein bisschen Aufschnitt. Viele Sachen, die natürlich bei Hitze nicht verderben. Also Dosenfleisch zum Beispiel, Schablettenkäse, das andere Sachen schmelzen euch sonst in diesen Sack dahin. Das sage ich euch im Hochsommer. Deswegen achtet auch da mal ein bisschen drauf. Wie gesagt, das ist so mein Tipp. In Deutschland braucht ihr wirklich nicht für 3, 4, 5 Tage Essen mitnehmen. Es sei denn, ihr wollt es so. Aber das ist wirklich komplett unnötig. Ich habe ja auf der Homepage vom Nord-Süd-Trail eine Ressourcen-Map. Da könnt ihr genau sehen, wo Supermärkte sind, wo ihr einkaufen könnt. Das ist ganz easy. Ihr könnt euch also super vorbereiten, wenn ihr den NST mal lauft. Macht euch da also nicht so große Sorgen. Ihr müsst nur darauf achten, wann Sonntag ist, wann die Geschäfte zu haben, weil wenn man so lange unterwegs ist, das vergisst man ab und zu mal. Aber wie gesagt, mein Futtersack hier auch mit der Größe, diese Packing Cell, wunderbar, nehme ich auf jeden Fall auch in Zukunft wieder mit. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Wasserfilter. Das ist der Katadyn B3. Den habe ich auf dieser Tour ja zum ersten Mal ausprobiert. Und wie ihr sehen könnt, das Ding hat ganz schön gelitten. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass an diesen Sollbruchstellen hier der Behälter irgendwann kaputt gehen könnte. Ja, tatsächlich habe ich mir am Anfang der Tour irgendwo hier bei der Zahl ein kleines Löckchen reingehauen. Also wirklich nur so ein Stecknadel-Einstich. Vielleicht mache ich da mal eine Nahaufnahme von gleich. Und da musste ich so immer den Daumen drauf halten und konnte ich aber trotzdem ohne Probleme bis zum Rest der Tour das Wasser filtern. Das war aber ein bisschen blöd und zeigt auch direkt die Schwachstelle dieses Systems. Ich habe hier diese blaue Gummierung abgemacht. Das ist ein unnötiges Gewicht. Das habe ich mit in meinen Sack gesteckt. Tatsächlich ist diese Kappe, die man angeblich immer mit als erstes verliert, noch dran. Also hat die ganze Tour gehalten. Aber wie ihr sehen könnt, dieses ganze System müsste jetzt auch mal ausgetauscht werden. Also ich habe das Ding wirklich gerockt. Ich habe wirklich viel Wasser gefiltert. Sehr, sehr viel. Also ich rate jedem von euch, nehmt auf jeden Fall einen Wasserfilter mit, auch in Deutschland. Man kann natürlich irgendwie immer bei Leuten fragen oder stellen, aber das ist ja auch immer ein bisschen unangenehm, sage ich mal. Das muss ja auch nicht sein. Und ich habe also wirklich aus Erfahrung jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Wasser gefiltert. Und richtig knapp war es zum Beispiel am Sohnwaldsteig. Ich hoffe, da werden die in Zukunft noch was dran ändern. Das war wirklich sehr knapp. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist hier, ich weiß nicht, ob das schon Schimmel ist oder das müsste auf jeden Fall jetzt mal weg. Also oder mal richtig gereinigt werden. Ich habe hier eine rötliche Verfärbung, seht ihr das? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja da auch schon mal eine Erfahrung mitgemacht. Ansonsten bin ich von diesem System richtig begeistert. Dieses System ist wirklich von der Durchflussrate absolut geil. Werde ich in Zukunft weiter benutzen, aber nicht, wenn ich irgendwo jetzt in der Wildnis stecken würde. Dann würde ich weiterhin doch eher den Sawyer-System vertrauen, weil man, wenn da irgendwas kaputt geht, auf jeden Fall einfach eine normale Wasserflasche zwischenklemmen kann, was man halt hier leider nicht kann. Ansonsten ist dieses System wirklich absolut genial und ich hätte ja, wie gesagt, hier noch mit diesem Behälter sogar noch so einen Notbeutel, einen Backup-Beutel dabei gehabt, wo ich nochmal zusätzlich mehr Wasser hätte mitnehmen können. Nur leider ist dieser Beutel mir ziemlich am Anfang ja kaputt gegangen. Ja, sehr schade, aber wie gesagt, ich werde trotzdem weiterhin dieses System jetzt auch in Deutschland auf meinen Wanderungen benutzen. So, dann kommen wir jetzt zu der Regenabteilung. Und ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, ich bin ja Team Regenschirm und werde es immer bleiben. Ich kann euch nur empfehlen oder mal raten, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, probiert es einfach mal aus. Aber ich kann euch nur sagen, jetzt meine Erfahrung auf den Thru-Hikes, es gibt für mich nichts Besseres als ein Regenschirm. Ein Regenschirm bietet einfach nur Vorteile. Ihr habt trockene Hände, ihr könnt weiterhin das Handy rausnehmen, ihr könnt navigieren. In meinem Fall, ich kann sogar die Kamera rausholen, den Gimbal rausholen, ich kann darunter trocken halt mit dem teuren Kamera-Equipment noch filmen. Ja, meine lieben Freunde, da ging jetzt hier ruckzuck, jetzt zieht gerade eine richtige Regenfront durch. Ich hoffe, die ist genauso schnell weg, wie sie gekommen ist. Aber Wir warten hier in dem kleinen Wäldchen ab. Hier sieht er zweimal, nee, einmal Team Fledermauskostüm, einmal Team Regenjacke und ich natürlich, oh, Team Schirm.
Ja. Hey, der Witzka, ey. Und Wandern macht Spaß, ne? Jo, klar. Auf jeden Fall. Kühlt ab. Des Weiteren habe ich in 80% der Fälle niemals meine Regenjacke anziehen müssen, weil man einfach bei normalem Regen, der jetzt nicht gerade stürmt, einfach unter dem Regenschirm geschützt ist. Ganz einfach. Deswegen, Regenschirm wird bei mir immer dabei sein. Ich habe immer noch den Regenschirm von Snowpeak, der ist ja relativ leicht und hat auch die ganze Tour gehalten. Ich habe natürlich hier, wie ihr sehen könnt, ein kleines Löckschen drin, das bin ich aber selber schuld. Da habe ich dann einfach mal hier meine Nagelschere fallen lassen von meinem kleinen Messerchen und die ist ausgerechnet hier auf den ausgespannten Regenschirm geballert. Der lag mir nicht da zum Trocknen, aber ich habe einfach hier einen kleinen Flicken aus Cuban Fiber drauf getan und der hält exorbitant. Also hier, ne, das hat ja auch vom Regen hier nichts abgegangen, gar nichts. Also da habe ich Glück gehabt, dass das Material sich gut verträgt. Ja, also bleibt dieser Regenschirm weiterhin in Benutzung. Die Hülle, die ich für diesen Regenschirm hatte, die habe ich dann auch in meinen Müllsack getan. Das ist brauche ich nicht. Also das, wozu braucht man Hüllen? So, des Weiteren habe ich hier meinen Regenrock. Den habe ich auch schon 1000 Mal vorgestellt. Aus Sil-Nylon ist der. Ja, ist auch ein toller Windbreaker für die Beine. Wie gesagt, das ist, auch wenn es mal richtig chillig ist, wenn es richtig kalt ist, tut das Ding auch Wunder, wenn man sich das einfach umschnallt. Auch der Markus hier, Hiker Trash Couture hier, also richtig schönes Outfit. Er trägt fast dasselbe, ist aber schön in Spandex gehüllt hier, ja, unten. Also es sieht auch, ja, auch farbsicher, die Kombination, muss ich sagen. Ich habe natürlich auch wieder das ganze Gerödel an hier. Ihr seht, unsere Laune ist gut. Wir machen das Beste draus. Jetzt kommen wir hier zur Regenjacke, zur Berghaus Hyper 100. Sicherlich keine billige Jacke, gar keine Frage. Aber was gibt es Wichtigeres als eine gute Regenjacke, die auch funktioniert? Und diese Jacke hat funktioniert. Mit 97 Gramm ein echtes Leichtgewicht, gar keine Frage. Viele haben mir im Vorfeld geschrieben, sie hätten dieselbe Jacke und sie hätten hier an den Schulterpartien Probleme gehabt. Das wäre nach kürzester Zeit schon abgescheuert. Diesen Tipp habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Mir ist vollkommen klar, dass so leichte Trailrunning-Jacken natürlich nicht für schwere Rucksäcke gemacht sind. Aber tatsächlich habe ich hier überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich habe mir diesen Tipp zu Herzen genommen und habe auch versucht, die Jacke jetzt nicht bei jedem kleinen Fisselregen direkt anzuziehen. Musste ich mit dem Regenschirm natürlich auch nicht. Aber ich hatte sie schon dann doch mal öfters an, auch mit dem schweren Rucksack. Und bei mir hat alles gehalten. Vielleicht hat das natürlich auch ein bisschen was mit dem Material des Meshes zu tun an dem Schultergurt des jeweiligen Herstellers. Das schubbert vielleicht bei dem einen mehr ab als bei dem anderen. Ich kann nur sagen, also zumindest jetzt hier bei meinem CPEX-Rucksack kann ich überhaupt nichts feststellen, dass hier irgendwas kaputt oder abgeschubbert ist. Ansonsten ist die Jacke sehr minimalistisch. Hier außen gibt es keine Reißverschlüsse, wie ihr sehen könnt. Also da müsst ihr euch dann darauf einstellen. Das ist halt der Preis des Gewichtes. Aber die Berghaus Hyper 100 für mich die Regenjacke, in der ich auch in Zukunft meine Wanderung bestreiten werde. Ja, dieser kleine Travel-Rucksack hier von Kishua, das ist hier von Decathlon, war auch einer der absoluten Gewinner dieser Tour. Wie oft ich diesen kleinen Tagesrucksack anhatte, um was einzukaufen oder als wir auf dem Campingplatz übernachtet haben am Rheinsteig, wo wir zu Gast waren bei Schule ist Joe und Hotpan und wir dann halt immer nur kleines Gepäck mitnehmen konnten. Das war so angenehm, diesen Rucksack dabei zu haben und nicht dieses ganze Gerödel immer mitschleppen zu müssen. Wunderbar. Also das Ding hatte ich wirklich richtig, richtig oft in Gebrauch und das wird auf jeden Fall bei jeder Fernwanderung bei mir wieder mit dabei sein. Also das war auf jeden Fall ein absoluter Gewinner und habe ich gleichzeitig dann so als Stuffsack benutzt. Da war, glaube ich, meistens meine Drohne drin oder die Fernbedienung dafür oder irgend sowas. So hat man das auch alles kompakt immer zusammen gehabt. Also das Ding absolut top, wirklich super. So, weiter geht es und zwar mit meinem einzigen Luxusgegenstand. Und was soll ich sagen? Diese schicke Klappbürste-Spiegelkombination, die ich eigentlich zum Rasieren haben wollte und generell einfach um sowas mal beizuhaben, habe ich nicht ein einziges Mal gebraucht. Tatsächlich. Also
Was soll ich euch hier großartig erzählen? Hätte ich selber auch nicht gedacht, aber es war auch nur ein Experiment. Ich wollte mal gucken, aber man ist ja schon öfters mal in einem Hotel oder in einer Jugendherberge und dann hat man ja einen Spiegel und da kann man sich auch rasieren. Und eine Bürste, naja, brauchte ich irgendwie nicht. Also das Ding kommt auf jeden Fall nicht mehr mit. Und ja, dieser Luxusgegenstand wandert wie so manch andere unnütze Gegenstände hier in meinen Müllsack. So, brauche ich nicht mehr. So, jetzt kommen wir zum Toilettenbeutel. Den hatte ich immer außen am Mesh hängen, um schnellen Zugriff zu haben. Ist ja in einem wasserdichten Cube-Fiber-Sack, konnte also nichts passieren. Was ist in diesem kleinen Kacksack drin? Und zwar natürlich meine Schaufel, ganz klar. Habe ich ja schon ausführlich darüber erzählt, dass man auf jeden Fall immer eine Schaufel mit dabei haben sollte. Und kommt mir jetzt nicht wieder mit Trekkingstock und mit Hering und all so einem Blödsinn. Glaubt mir, ihr braucht eine richtige Schaufel, wenn ihr ein Loch von 10 bis 15 cm graben wollt. Und wie ihr hier an den Gebrauchsspuren erkennen könnt, das Ding habe ich auch gerockt. Also ich habe immer schön brav mein Loch ausgehoben, schön tief, um dann mein Geschäft zu machen. Ja, des Weiteren natürlich Toilettenpapier. Und liebe Freunde, bitte, 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 nehmt Toilettenpapier und nicht, wie man so oft sieht, hinter den Schutzhütten Tempotaschentücher. Verbuddelt mal ein Tempotaschentuch bei euch im Garten und ein Stück Klopapier und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ja? Also nehmt immer richtiges Toilettenpapier, das könnt ihr ja überall auffüllen. So, des Weiteren habe ich hier diese Babywipes gehabt, also diese Feuchttücher. Da gibt es bei DM und anderen Drogeriemärkten auf jeden Fall auch welche, die wichtig, die biologisch abbaubar sind. Ganz, ganz wichtig. Also könnt ihr diese rein theoretisch mitverbuddeln. Ich habe sie trotzdem sicherheitshalber immer mit eingepackt, weil, ne, ist einfach besser. Aber diese Feuchttücher habe ich dann vor Gebrauch auf die Heizung gelegt, habe das Ganze dann trocknen lassen, dann ist das Ganze wesentlich leichter und wenn ich mein Geschäft gemacht habe, habe ich mir immer ein, zwei genommen, ein paar Tropfen Wasser drauf und schon hat man wieder die gleiche Wirkung und kann sich damit auf jeden Fall erstmal wesentlich besser reinigen als nur mit dem bloßen Toilettenpapier. Und zum Abschluss des Geschäftes immer noch ein bisschen Hand Sanitizer. Habe ich natürlich auch immer noch am Rucksack baumeln, so ein Hand Sanitizer. Auch schon vor Corona-Zeiten, weil das ist einfach immer wichtig, dass man sich, wenn man lange draußen unterwegs ist, ab und zu einfach mal die Hände auch mal gründlich reinigen kann. Man möchte ja keinen Durchfall bekommen oder irgendwas anderes. Ja, das war schon. Das ist hier mein Toilettensack, der, wie gesagt, immer außen am Rucksack war. So, auch mit dabei hatte ich hier diese Sawyer Fight Flasche. Das war immer so mein Moralboost, sag ich mal. Jeder nimmt da was anderes mit. Bei dem einen kann es Schokolade sein oder so Mini-Salamis oder irgendwas, was seine Stimmung hebt, Lutschbonbons, was weiß ich. Ich hatte hier drin immer schönen Whisky. Also ich bin ein großer Whisky-Fan, habe auch so eine kleine Sammlung mittlerweile zu Hause. Schönen Scotch, einen Single Malt oder ich trinke auch gerne Bourbon. Ja, da hatte ich dann immer halt was drin und wenn das dann halt leer war, hatte ich zusätzlich dann auch immer noch mal ein kleines Backup und vielleicht abends am Camp noch mehr Wasser mitnehmen zu können, zum Kochen zum Beispiel, war also auch nicht verkehrt. Ja, was ich noch erzählen wollte, dass einer von diesen Säuerbeuteln ist mir auf der Tour kaputt gegangen und zwar hier an diesen Stellen hier, wo dieser Propfen eingelassen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war da nicht Whisky drin, sondern Wasser, da haben wir so eine Tagestour gemacht auf dem Rheinsteig. Und ich hatte meinen Tagesrucksack bei und ja, da war dann die Drohne drin mit der Fernsteuerung und ja, dann ist halt langsam hier Wasser ausgetreten. Das ist dann leider in die Fernsteuerung meiner Drohne reingelaufen und hat sie komplett geschrottet. Und in dem Augenblick hätte ich mir gewünscht, ich hätte so einen kleinen Cube-Fiber-Sack gehabt, wo ich die Fernsteuerung drin gehabt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Deswegen habe ich immer so kleine Säckchen bei und alles wasserdicht verpackt, weil es ist einfach so ärgerlich, wenn wegen ein paar Tropfen Wasser man so einen immensen technischen Defekt hat. So eine Fernsteuerung kostet 100 Euro und dann mitten auf dem Trail irgendwo. Das war natürlich sehr ärgerlich. So, das hier ist mein Buttpad, was ich mit hatte. Ziemlich leicht, nicht ganz so bequem vielleicht wie das große Z-Seat, aber hat genau das gemacht, was es machen sollte. Also ich hatte nie einen nassen Hintern, war immer ein bisschen gewärmt. Und ein Tipp von mir, wenn ihr keine Campschuhe mit habt, so wie ich, manchmal ist es ja ein bisschen unangenehm, dann halt auf dem Campingplatz mal zu duschen, ne, so Fußpilz etc., dann kann man einfach, das habe ich immer gemacht, diese Matte zack in die Dusche werfen und schon kann man sich entspannt duschen und man spart sich so dann auch die Campschuhe. Ne? Also kleiner Tipp und man macht ja mit der Matte nichts.
Also da sitzt man ja normalerweise sonst nur drauf. Kann natürlich auch als gegebenenfalls als Windschutz herhalten. Das macht man auch öfters mal. Ja, also Buttpads sollte immer dabei sein. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Bereich Technik. Wie gesagt, ich habe viel mehr Kamera- und Filmequipment mitgehabt, aber da mache ich auf jeden Fall mal ein separates Video. Jetzt kommen erstmal nur meine Basics. Das Handy stelle ich euch gleich noch vor. Also, ich hatte mit dabei, was eigentlich meine Hauptnavigation war hier, die Suunto Traverse. Ist mittlerweile eine etwas ältere Uhr, hat aber eine nette, ganz simple Navigation und ich habe es da wirklich geschafft, meine komplette Tour mit dieser Uhr mitzutracken. Deswegen konnte ich danach auch die Daten auswerten und mir ich habe dann auch gesehen, dass ich nicht die tatsächlichen 3.324 Kilometer gelaufen bin, sondern tatsächlich über 3.900 Kilometer, also mit Umwegen, mit Verlaufen, mit Zuwegen und so weiter und so weiter. Also wirklich eine ganz tolle Uhr. Die zieht zwar nicht sehr viel Energie, aber dennoch muss man sie täglich aufladen. Das muss euch bewusst sein. Also es ist schon ein bisschen, man muss sich darauf einlassen, sagen wir mal so. Aber wenn, ist es schön, man hat einfach bei einem kurzen Blick am Handgelenk sofort sieht man, ob man noch auf Track ist oder nicht. Ganz simpel und kann die Tour dann nachher schön auswerten. Höhenmeter und wie viel tatsächlich gelaufene Kilometer und so weiter und so fort. Also die Suunto Traverse. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal in Zukunft mal ein Nachfolgemodell. Vielleicht bekommen die das ja auch irgendwann mal hin, dass solche Uhren auch länger halten. Das wäre natürlich ein Traum. Ansonsten, wie gesagt, sowas ist nicht für jedermann, aber ich hatte Spaß daran. So, mit hatte ich von Anker eine 21.000 mAh Powerbank. Ich wollte ja eigentlich eine 10er mitnehmen, habe mich aber dann doch für die große entschieden, weil ich bin ja auch im Lockdown losgelaufen und am Anfang war das wirklich, ich konnte nirgendwo Strom saugen, nirgendwo. Es hatte ja alles zu, die komplette Gastronomie, Hotel, Restaurants, alles, es hatte einfach alles dicht. Deswegen habe ich mich an diese größere Powerbank auch gewöhnt. Ich konnte immer meine ganzen Geräte damit aufladen und konnte auch längere Zeit autark damit unterwegs sein und deswegen... Sie ist sehr schwer, aber für diese Tour war sie dann doch genau die richtige. Ja, mit dabei hatte ich immer hier so ein Kabel. Das ist so ein Adapterkabel. Das ist also USB Mini und USB-C, beides. Und in dieser Powerbank war immer nochmal ein Ersatzkabel. Falls so ein Kabel mal bricht oder kaputt geht, dass man immer ein Backup dabei hatte. Jetzt kommen wir zu dieser Zeltlampe hier, diesem schicken Diffusor. Ja, ihr wollt bestimmt jetzt wissen, hat sich diese Lampe gelohnt, würde ich die wieder mitnehmen, etc. etc. In diesem kleinen Diffuser ist eine kleine Nightcore-Lampe. Also als Zeltlampe wirklich sehr schick, habe ich auch wirklich sehr oft angehabt. Sie wiegt auch nur 11 Gramm. Würde ich diese Lampe jetzt wieder mitnehmen? Und da muss ich euch sagen, sehr wahrscheinlich nein. Weil es gibt nichts, was diese Lampe... nicht auch machen würde. Das heißt, wenn man ein bisschen im Zelt rumkrausen möchte, meistens hat man diese Lampe ja abends immer griffbereit. Also bei mir ist es so. Ne? Wenn man mal austreten muss, hat man die dann sowieso immer greifbar liegen. Und deswegen war der Sinn dieser Lampe nicht ganz so gegeben, obwohl sie wirklich richtig schick war. Also die hing dann baumelte immer schön oben dran. Man wusste, wo sie ist. Man konnte immer direkt das schnell anmachen. Aber ich glaube, das wandert auch wie so vieles andere in den Müllsack. Und werde ich zumindest auf längeren Hikes, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Ja, jetzt kommen wir hier zur Nightcore NU25, hier mit dem Ultralight-Mod von Light & Smith. Ja, was soll ich sagen? Diese Headlamp hat auf jeden Fall alles gemacht, was sie machen soll. Ist ziemlich hell, schon in der mittleren Stufe. Dann gibt es ja noch diese Power-Stufe, die dritte. Da kann man fast den halben Wald mit ausleuchten. Dann hat man natürlich auch Rotlicht, was ganz angenehm ist und auch hier so blinken. Hat also alle Funktionen. Man kann den Neigungswinkel einstellen hier. Das ist auch ganz nett. Das mit dem Schockhort hier ließ sich angenehm tragen, auch über ein Basecap. Das war also auch überhaupt kein Problem. Das ist eine Headlamp, die mit USB... ich glaube Mini-USB noch, ja, mit Mini-USB aufladbar ist. Normalerweise kaufe ich ja ungern technische Geräte, wo ich nicht den Akku oder die Batterie tauschen kann. In Sachen Headlamp habe ich mich komplett umentschieden.
Weil was mir mal passiert ist, ich bin mit meinem Vorläufer Lämmchen, mit der Petzel, war ich mal in der Höhle drin und in dieser Höhle ist dann tatsächlich die Batterie ausgegangen. Und da habe ich mir gedacht, das passiert mir nie wieder, weil mit einer Headlamp in Batterie, man weiß ja nicht, wie viel ist noch drin, soll man die Batterie jetzt schon wechseln, ach, da ist doch bestimmt noch genug Saft drauf und so weiter und so weiter und dann steht man da im Notfall. Ja? Natürlich hatte ich eine Ersatzbatterie bei, aber es hat mir in der Höhle halt dann nichts genutzt. So, und hier, die kann man einfach immer mal prophylaktisch anklemmen, immer mal so alle 2 Tage, die zieht ja auch kaum was und ich finde einfach, das macht mehr Sinn. Also ich werde auch weiterhin, selbst wenn ich mir mal eine andere holen sollte, werde ich mir auf jeden Fall eine USB-aufladbare holen mit festem Akku. Das macht meiner Meinung nach bei der Headlamp mehr Sinn. Und ja, tolles Teil, super leicht, bin ich sehr mit zufrieden. Ja, mein Handy bzw. Zweitnavigation Huawei P30 Pro. Damals war diese Kamera absolut State of the Art, also ist heute noch eine sehr, sehr, sehr gute Kamera. Alle Fotos von Fine Pinguins und Videos habe ich mit diesem Handy gemacht. Ich werde mir, sollte die Kamera weiterhin so gut sein, bei denen auch weiterhin ein Huawei-Handy kaufen. Ich finde es sogar richtig gut, dass bei den neuen Huawei-Handys dieser ganze Google-Mist nicht drauf ist, weil es für das meiste auf jeden Fall sehr gute Alternativen gibt und ich brauche das nicht unbedingt. Das heißt, es war schon eigentlich immer mein Traum, ein Handy zu haben, ohne diesen ganzen Google-Ballast. Ja, wie gesagt, mit dem Handy bin ich mega zufrieden. Es hat auch hier diese abgerundeten Ecken, die ja normalerweise schon mal sehr anfällig sind. Wenn die einmal runterfallen, sind die Dinger sofort kaputt. Deswegen hatte ich das Handy die ganze Zeit in dieser schon etwas abgeranzten Outdoor-Hülle. Die ist ziemlich dick und ihr könnt ja sehen, es ist wirklich bis zum heutigen Tag noch nichts passiert mit dem Ding. Also bleibt auch weiterhin in diesem dicken Case. Ja, schönes Teil, wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen. Ein iPhone ist ja nichts für mich. Ich mag die Firma nicht, ich mag das geschlossene System nicht, aber es kann ja jeder halten, wie er möchte. Also ich kann dieses Handy auf jeden Fall nur empfehlen, hat gute Dienste geleistet. Ja, meine Hauptnavigation ist mittlerweile hier OpenStreetMap Plus. Da könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen, also das erschlägt euch fast schon. Ja, das hier, ist noch eine Route von meiner letzten Wanderung, wo ich im St. Wendler Land unterwegs war, wo ich eine neue Wegführung für den NSD ausprobiert habe. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mir hier in der App Sachen markiert. Da seht ihr zum Beispiel eine Schutzhütte und so weiß ich immer genau die Koordinaten, welche Schutzhütte war das nochmal. Und ihr könnt auch Sprachnachrichten machen, hier unter Aktionen könnt ihr hier Audio-Notizen und so weiter und so weiter. Also wirklich eine richtig tolle, umfangreiche App, die erschlägt euch am Anfang ein wenig. Also ihr könnt da wirklich alles einstellen und ihr könnt euch auch, das habe ich glaube ich hier sogar, hier andere Wanderwege anzeigen lassen. Die werden sogar mit Symbol angezeigt. Also wirklich eine ganz, ganz tolle App. Bin ich sehr mit zufrieden und die habe ich die ganze Zeit benutzt. Ja, kommen wir zurück auf das Huawei P30 Pro. Tolles Handy, wirklich, macht tolle Aufnahmen und ja, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen benutzen. So, dann machen wir weiter mit der Kleidung, die ich am Körper getragen habe. Ah, das Buff war die ganze Zeit dabei. Logisch. So, das T-Shirt hier. Das T-Shirt von Icebreaker habe ich jeden Tag getragen. Und ich sage wirklich jeden Tag. Ja, so sieht's aus. Ziemlich zerfetzt. Aber so ist es nun mal. Hier schöne Löckchen unten. Sind eigentlich überall Löcher drin. Aber tatsächlich, dieses T-Shirt habe ich wirklich jeden Tag getragen. Wie ich eben schon erzählt habe, Merino geht halt auch relativ schnell kaputt, obwohl, was heißt schnell, wenn ich mir vorstelle, ich habe das Ding jetzt ein halbes Jahr getragen, jeden Tag, dafür sieht das eigentlich sogar fast noch ganz gut aus. Ja, das war mein Wander-T-Shirt von Icebreaker. Könnte ich eigentlich mal wegwerfen langsam. Irgendwie kann ich mich von dem Ding nicht trennen. So, meine Wanderhose, die einzige, die ich habe, ist immer noch die North Face, die Paramount Peak 2. Und ja, Leute, was soll ich jetzt noch mehr darüber sagen, außer, tja, das ist halt mal eine gute Hose. Ne? Ich meine, schaut es euch an, so sieht die aus nach über, was weiß ich, wie vielen Kilometern.
hat den NST locker durchgehalten. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass es die Hose so nicht mehr gibt. Die hätte ich mir sonst jetzt 100% wiedergeholt. Ihr wisst ja, ich stehe auf Wanderhosen. Ich mag nicht diese Shorts und diese Laufstrumpfhosen und sowas. Ich brauche eine richtige Hose. Ich fand es gut, dass ich die hier absippen konnte und dann eine Shorts habe. Habe ich im Hochsommer ja dann auch oft benutzt. Man muss auch keine Angst haben, dass der Reißverschluss hier, dass das hier so am Bein ribbelt, weil hier hinter ist noch Stoff. Da fragen auch mal viele nach, so dass man eine ganz normale, bequeme Shorts hat. Die Frage, ja, warum unbedingt Hose, ist natürlich ganz klar. Ich als YouTuber brauche die Fülle und die Menge an Taschen. Ich habe hier halt überall Taschen. Ich habe hier meine GoPros drin gehabt, meine Linsen, mein Mikrofon, meine Karte, mein Handy. Hier ist so eine ganz schicke Seitentasche, wo man auch sein Messer reintun kann und so weiter und so fort. Ich brauche das einfach. Ich fühle mich in Hosen auch mega wohl. Und ich mag auch, dass ich einfach eine Hose und eine Shorts, also zwei in einem, habe. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt in Zukunft, welche Hose ich mir kaufen könnte, die auch ähnlich viele Taschen hat, wäre ich euch sehr dankbar, weil ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwie den nächsten Mal Ersatz. Also die ist zwar noch, sie hält zwar noch, aber langsam gehen hier und da ein paar Nähte auseinander. Ist auch klar, also wie gesagt, diese Hose hat bestimmt so an die 10.000 Kilometer runter. Und es ist wirklich langsam mal Zeit für eine neue. Aber bitte kein Engelbert Strauß, weil ich als Handwerker bin da ein bisschen genervt von, wenn ich im Wald jemanden sehe mit Engelbert Strauß, denke ich immer, ach guck mal, da kommt ein Klempner oder ein Schreiner. Das sind für mich keine Freizeithosen, auch wenn die Hosen qualitativ bestimmt richtig gut sind. Aber die kommen für mich nicht in Frage. Naja, wenn ihr irgendeine Idee habt, eine gute Wanderhose, eine Zip-Off-Hose mit vielen Taschen, die auch möglichst schnell trocknet, wäre ich euch sehr dankbar. Solange wird die noch weiter durchgerockt. Ja, in den Sommermonaten hatte ich dann noch mein Icebreaker-Hemd dabei. Ja, die Hemden scheinen komischerweise von Icebreaker in einer wesentlich besseren Qualität zu sein als die T-Shirts. Wahrscheinlich, weil sie dicker sind, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Hier sieht man keinerlei Beschädigung. Wie gesagt, Hemd, ich bin auch ein großer Hemd-Fan. Hat halt immer ein schönes Backup. Ne, hier sehe ich nichts. Also das Hemd hat es auf jeden Fall gut überstanden. So, jetzt kommt der Augenblick, wo ihr alle drauf gewartet habt. Was ist mit dem Schuhwerk? Ja, das hier sind die Ultra Lone Peak. Ich war ja am Anfang kein sehr großer Fan von diesen Schuhen. Das habe ich euch ja erzählt in meinem Schuhvideo. Ich wünschte eigentlich, ich hätte dieses Schuhvideo niemals gemacht, weil es ist einfach so unterschiedlich. Jeder hat andere Füße, andere Ansprüche. Ich meine, ich habe in dem Video eigentlich nur erzählt, was für mich funktioniert. Das war schon vernünftig, aber dennoch ist es eigentlich Blödsinn, weil jeder muss selber für sich herausfinden, in welchen Schuhen er sich wohlfühlt. Ich habe den NST begonnen mit den Salomon XA Pro 3D. Das hat bis 1600 Kilometer war das erste Paar durch. Dann habe ich mir das neue Paar gekauft und da habe ich den großen Fehler gemacht, die Schuhe nicht eine Halbnummer größer zu nehmen. Ja, meine Lieben, was ist hier in dieser bezaubernden Tüte drin? Das werdet ihr jetzt erfahren. Und zwar hier auf dem Wanderparkplatz in Rennerode ist es auch Zeit, meinen alten Wanderschuhen, die immerhin 1500 Kilometer durchgehalten haben, Goodbye zu sagen. Hier, schaut euch das mal an. Also das sieht wahrlich nicht mehr gut aus. Andere Seite genauso weggefetzt. Ja, vom Profil her muss ich da glaube ich auch nicht mehr sehr viel sagen. Also man hat die Schotterwege jetzt doch schon gemerkt. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, rein theoretisch, ich hätte damit noch ein bisschen laufen können. Also rein theoretisch, aber es war nicht mehr angenehm. Ja, in dieser wunderschönen Tüte sind tatsächlich meine neuen Schuhe. Die habe ich privat gesponsert bekommen. Über die App Find Penguins habe ich so einen kleinen Aufruf gemacht, so einen scherzhaften eigentlich. Wenn jemand so viel Geld hat, der kann mir gerne neue Schuhe kaufen. Es haben sich tatsächlich zwei Leute gemeldet. Eine Riesensache. Also jetzt schon mal auch hier mein herzlichen Dank dafür. Der erste Sponsor möchte nicht genannt werden, möchte anonym bleiben. Deswegen bedanke ich mich trotzdem hier nochmal in aller Form. Er hat mir ermöglicht, auch mal jetzt hier die neuen Schuhe von Salomon zu testen. Das sind im Grunde genommen dieselben, die ich anhatte, also die Salomon XA Pro 3D, allerdings in einer neuen Version, V8. Die sind pro Schuh 20 Gramm leichter und nähern sich damit jetzt auch so langsam dem Gewicht der Ultras an. Bin ich sehr gespannt.
Ja, und wegen diesem privaten Sponsoring kann ich jetzt für euch auch hier so eine Art Langzeittest durchführen direkt. Ob die was taugen, ne? diese leichteren Schuhe, sehen eigentlich jetzt so, ich stelle sie mal nebeneinander. Ne? Also man sieht schon, wie ausgelatscht der rechte ist. Aber das ist wohl ein leichteres Material, was sie hier verwendet haben. Trotzdem haben sie ja schön diese Hartgummikappe, die finde ich immer ganz gut. Ja, ich bin sehr gespannt und wie gesagt, hier nochmals vielen, vielen Dank an den Sponsor. So, in den zweiten Paar Salomons, also in den neuen, habe ich dann ein paar Probleme bekommen. Da hatte ich so ein paar wunde Stellen unter der Schuhsohle. Die Schuhe waren einfach zu klein, das hat sich alles so sehr gepresst und es fühlte sich auch nicht mehr rund an. Und da habe ich mich einfach erinnert, ach Mensch, du hast doch zu Hause noch ein paar Altras liegen, versuchst du die einfach mal. Dann habe ich meine alten Altras angezogen. Und siehe da, die ersten drei Tage hatte ich noch ein bisschen Probleme damit. Also jetzt auch ohne die Greenfeed-Einlage. Aber siehe da, dann auf einmal lief ich da megamäßig gut drin. Ja, vielleicht ein Wort hier zu meinen Schuhen, den Altra Lone Peak. Also die zeigen jetzt wirklich langsam so die ersten Auflösungserscheinungen. Die muss ich jetzt mal tauschen. Ich habe mir auch schon neue bestellt und Hiking Machine bringt mir die aus Düsseldorf mit. Was mir noch aufgefallen ist, die Altras sind wirklich die allerersten Schuhe. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, hier habe ich immer hinten alles abgelaufen gehabt. Ob das nun in den Salomons waren, also in den Wanderschuhen oder auch in meinen privaten Schuhen. Hier war immer sofort alles kaputt. Und die Altras sind die ersten Schuhe, die das nicht haben. Der Altra ist ja ein Zero-Drop-Schuh, das heißt, hier hat keine Sprengung, das heißt, die Ferse steht genauso tief auf dem Boden wie der Ballen. Also sozusagen ein Barfußschuh mit kleiner Dämpfung. Das fördert wahrscheinlich auch einen gesunden Gang. Am Anfang hatte ich sehr große Schmerzen an der Ferse, aber man muss sich wahrscheinlich an diesen Zero-Drop auch erstmal gewöhnen. Mittlerweile laufe ich in den Dingern ohne jegliche Probleme und im Hochgebirge wollte ich die sowieso anziehen und ja, ich bin ab jetzt ein Altramann. So, eine Neuerung gibt es bei mir und zwar, ich habe neue Schuhe. Da geht erstmal ein Dank raus an den Manfred, der mir die gesponsert hat. Und zwar sind das die neuen Altra Lone Peak 4.5. Jetzt so im ersten Blick, hier an der Schnalle haben sie ein bisschen was geändert, sehe ich schon. Die wirken jetzt angezogen, direkt schon ein bisschen steifer. Die Vierer waren mir etwas schwammig und die sitzen jetzt, scheinen etwas enger zu sitzen. Kann aber auch sein, dass es so ist, weil die neu sind. Ich weiß es nicht. Ich werde euch auch im Laufenden halten. Auf jeden Fall machen die 4.5 schon mal einen guten Eindruck. Hiking Machine, du läufst auch in den Altras, ne? Jo, aber in den Dreiern. Alles klar. Ich bin okay. Oldschool. Ja, bye bye Altra Lone Peak 4.0. Wie viele Kilometer ich in denen gelaufen bin, weiß ich gar nicht genau. Die haben den Megamarsch Düsseldorf mitgemacht, die ganzen Trainingsläufe, unzählige Tageswanderungen und. Ich denke mal so 900 oder 1000, vielleicht sogar ein bisschen mehr, haben die Babys jetzt auch runter. Könnte man rein theoretisch jetzt auch noch weiter tragen, aber die Löcher werden langsam da ein bisschen extrem, obwohl die gut für Belüftung gesorgt haben. Nein, aber es wird Zeit, den Altras goodbye zu sagen. Also ab in den Papierkorb mit ihnen. So. Auf jeden Fall sind das hier die Original Lone Peak, die ich in den Alpen am Schluss anhatte. Hier auch original mit dem Loch, also damit bin ich wirklich im Schnee rumgelaufen. Die werde ich als Erinnerung auf jeden Fall behalten. Ne? Das sind wirklich so meine Finisher-Schuhe. Ich bestelle mir jetzt ein paar neue Lone Peaks, auf jeden Fall. Ja, ich habe mal zwischenzeitlich hier die Altra Timp ausprobiert. Diese Schuhe haben noch nicht mal 800 Kilometer runter und das hier, dieses unfassbare Lüftungsschlitze hier, das ist tatsächlich schon nach den ersten 100 Kilometern passiert. Zu meinen Schuhen. Ich weiß, ihr Gear-Junkies, ihr wollt Gear. Ich probiere die Altra Timp aus. Was heißt probieren? Schaut euch das mal an. Diese Geschichte ist schon passiert nach den ersten 100 Kilometern. Schaut euch mal ein Video an zu Darwin on the Trail. Bei dem ist dasselbe passiert. Das ist also kein Produktionsfehler jetzt gewesen, zufällig, sondern das ist bei ihm auch passiert. Und unfassbar, was die für Schrott verkaufen. Zu den Timps, es gibt so drei Dämpfungsstufen, sag ich mal. Ne? Das sind ja die Lone Peak, die Timp und die Olympus oder Olympic, keine Ahnung. Und ich wollte die Timp einfach mal ausprobieren. Von der Dämpfung her wirklich top. Da merkt man halt diese Schottersteine nicht so sehr, also ist wirklich gut. Aber halt die Qualität der Schuhe ist halt wirklich unter aller Sau. Aber ich rock die trotzdem durch. So, das ein wenig Gear Review hier live vom Trail. Also wie kann man sowas vorher nicht testen oder beziehungsweise kann man vorher so einen Schrott verkaufen?
Das verstehe ich nicht ganz. Die Altra Timbs sind im Unterschied zu den Lone Peaks etwas mehr gepolstert. Das wollte ich halt mal ausprobieren, weil in den Lone Peak merkt ihr wirklich jeden Kieselstein. Hier ist die Dämpfung schon etwas angenehmer. Aber ich finde oder fand diese Schuhe wesentlich schwitziger als die. Die sind lüftungsmäßig wirklich das Beste, glaube ich, was es auf dem Markt gibt. Ja, ich bleibe auf jeden Fall bei den Lone Peaks. Aber ich wollte diese Dämpfung von den Timbs mal ausprobieren. Aber wie ihr sehen könnt, das war rausgeschmissenes Geld. Und dann kommen wir zu dem Thema Gaiters noch. Halt hier diese Gamaschen, die man sich hier rüber ziehen kann. So, ich habe jetzt wirklich mal das Experiment gemacht. Ich bin bis zum Halfway Point ohne Gamaschen und ab dem Halfway Point mit Gamaschen. Und ich sage genau das, was andere Thru-Hiker, erfahrene Thru-Hiker auch sagen, die Gamaschen sind rein kosmetischer Natur. Ich hatte ohne Gamaschen nicht mehr oder weniger Steinchen im Schuh wie mit den Gamaschen. Das ist totaler Blödsinn. Das sagen auch sehr viele große Thru-Hiker mittlerweile, wie Darwin on the Trail. Nichtsdestotrotz ist es ein nettes, modisches Accessoire und ich werde sie auch weiterhin anziehen. Also ich finde es irgendwie, das ist schön Hiker-Trash-mäßig so. Ich mag es halt, aber Sinn machen diese Dinger nicht. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert, es ist totaler Quatsch. So, auch dabei war natürlich meine Daunenjacke, auch im Hochsommer. Wie ihr sehen könnt, auch nicht verklumpt. Hier musste ich so einen kleinen Flicken drauf machen. Da habe ich mir, glaube ich, direkt am ersten Tag bin ich an einem Stacheldrahtzaun hängen geblieben. Aber auch nicht weiter schlimm. Es gibt natürlich in Ultraleitkreisen eine Methode, wo man halt seinen Daunenquilt in eine Windjacke steckt und dann somit halt auch so eine Art Daunenjacke hat. Das funktioniert. Da kann man drüber lachen, aber das geht ganz gut. Warum mache ich es nicht? Weil ich mich nicht diesem Layer berauben will, weil ich hatte sehr oft, war mir nachts halt kalt, gerade als ich dann die Minusgrade hatte und dann hatte ich einfach zusätzlich noch die Möglichkeit, zu meiner Kleidung, die ich angezogen habe, halt noch diese Daunenjacke anzuziehen mit der Kapuze und deswegen habe ich auch im Endeffekt nie gefroren und wenn man halt diese Daunenjacke weglässt im Endeffekt, beraubt man sich halt diesen Layer. Die hat man ja dann nicht. Ja, man kann zwar dann eine Jacke sich basteln, aber man hat halt diesen Notfall-Layer für die Nacht nicht. Und ganz davon abgesehen, es geht auch schneller, ist bequemer. Die Jacke hat man relativ oft an. Man glaubt gar nicht, wie oft, auch gerade an kühlen Morgenden. Ist einfach eine gute Sache. Und Daunenjacke ist bei mir eigentlich immer dabei. Ja, und wie jeder gute Thru-Hiker habe ich natürlich im Frühling oder im Herbst Dinge ausgetauscht. Macht ja jeder. Macht ja auch Sinn. Das heißt, ich habe hier für dieses leichte Sommerhemd habe ich natürlich Anfang des Jahres und im Herbst hier den Patagonia Fleece Hoodie dabei gehabt und ein Fleece Beanie, mega warm und halt hier so ein paar Laufhandschuhe. Und das war halt sehr angenehm bei dem ganzen Schneefall da in den Alpen. Generell am Ende des Jahres war das auf jeden Fall wesentlich besser als nur das Hemd dabei zu haben. So, meine Lieben, ein kleines Gear-Update. Viele haben ja unglaublich geschaut, wie ich das gemacht habe mit meiner Ultraleitausrüstung da im Schnee. Ich habe, so wie im April, Mai, jetzt im Herbst auch was hinzugefügt. Und zwar hier mein Patagonia Fleece Hoodie, mein Beanie und so leichte Laufhandschuhe. Dafür ist zum Beispiel mein Hemd rausgeflogen. So, Schuhe waren tatsächlich die Altra Lone Peak. Die haben hier sogar schon das erste Löckskin, atmungsaktiv. Da habe ich dann angehabt ein paar Darntoff-Socken, ein paar dünne und darüber die wasserdichten Sealskins. Die gibt es sogar noch in der Winter Edition, das ist die Sommer Edition. Und ich hatte trockene Füße und vor allem auch warme Füße. Hose, seit 3000 Kilometer die North Face. Klar, die ist natürlich unten am Hosenbein nass geworden, aber durch die Thermounterwäsche, die so gut wie keine Feuchtigkeit aufnimmt, ist tatsächlich das Hosenbein darunter komplett trocken geblieben. Also man soll es nicht glauben. Wenn er mir nicht glaubt, fragt den Andi. Die hat auch sehr gut gewärmt. Und habe ich natürlich dann noch die Regenjacke vom Berghaus. Die hat ihren Job super gemacht, den Regenschirm. Und ich hätte sogar noch eine Reserve gemacht. Meine Daunenjacke, die hatte ich noch nicht mal an. Also ich hätte sogar noch ein Wärme-Backup dabei gehabt. Ja, hier im Rucksack habe ich ja immer noch mein kleines Täschchen, was ich rausklinken kann. Da war dann hier mein Portemonnaie drin mit dem Geld und den ganzen Ausweisen, mein Autoschlüssel, unnötiges Kleingeld, was störte in der Tasche und sonstige wichtige Dokumente. Ja, das Zelt, das Tarp ist ja schon drin, dann hier der Linersack. In dem Linersack ist jetzt drin der Pumpsack, gefüllt mit dem Quilt und den ganzen Ersatzklamotten. So, als nächstes kam dann wie immer etwas besser gefüllte Futtersack da rein. Ja. So.
Neben dem Futtersack habe ich dann meinen Hygienebeutel immer da reingequetscht. So. Jetzt kam als nächstes eigentlich so ein bisschen meine Technikabteilung rein. Sprich, die Drohne kam jetzt rein und nochmal ein Zipbeutel mit Kabel, mit dem ganzen Drohnengedöns, mit Ersatzakkus für die Kameras etc. etc. Mein ganzes Kamera-Equipment stelle ich euch auf jeden Fall mal separat vor. Das ist auf jeden Fall bestimmt ganz interessant für euch. Und wie gesagt, ich will euch ja zeigen, was ein normaler Ultraleichtwanderer dabei hat, der jetzt nicht unbedingt YouTuber ist. Also, der Futtersack. So, dann kann man jetzt hier schön den Kocher an die Seite. Erstmal Spiritus, habe ich immer außen ins Mesh getan. Kann ja ruhig nass werden. So, Wasserfilter außen ins Mesh. Dann hier der Regenrock außen ins Mesh. Genauso wie der Regenschirm, immer schön griffbereit. Dann Erste-Hilfe-Set, auch unbedingt außen immer griffbereit ins Mesh. Genauso wie der Toilettenbeutel, der war auch immer außen. Den braucht man ja auch dann, wenn es soweit ist. Tigerbalm, Sonnencreme hatte ich auch immer draußen. So, was haben wir noch hier rumfliegen? Nicht mehr füllen. Massageball hatte ich auch immer außen, warum auch immer. So, und natürlich die Regenjacke. Ja, die habe ich aus dem Sack rausgenommen und jetzt einfach so ins Mesh. So, der gefüllte, mit Spirituosen gefüllte Sawyer Squeeze Sack, den hatte ich meistens auch noch immer außen. Buttpad hatte ich immer außen hängen, normal. So, die Sonnenbrille hatte ich hier drin. Wie ich eben schon erwähnte, die Stirnlampe hatte ich immer locker hier in der Tasche drin, damit sich da nichts auslöst und ich sie auch immer griffbereit habe. Was war noch alles hier drin? Hier waren Cliffbars drin, noch ein bisschen Kameraequipment, diese Bohrhaken mit der Wäscheleine waren immer hier drin. Halt immer so ein paar Kleinigkeiten. Eigentlich waren diese Taschen immer ganz gut gefüllt. Wie gesagt, in einer Tasche immer Snacks, griffbereit, und in der anderen Tasche noch ein bisschen Kamerazeug, die Lampe und diese beiden Bohrhaken. So, das war das. Dann war ein so ein Sack immer gefüllt mit Ersatzakkus und also ein Krempel. Die Heringe noch hier zwischengestopft. Die Powerbank an der Seite. So, und jetzt kann man schön hier mit der Daunenjacke, das kann man schön als Fehlstoff nehmen. Also einfach schön hier die Lücken füllen im Rucksack. Wunderbar. So. Das Ground Sheet, was oftmals nass war, habe ich natürlich nicht in den Liner Sack, sondern daneben eingequetscht, damit es keinen Kontakt hat mit den Sachen, die trocken bleiben müssen. Die Isomatte habe ich schon lange nicht mehr in diesem Sack drin. Vollkommen uninteressant, braucht kein Mensch. Die habe ich einfach immer so gefaltet und dann, nachdem ich den Liner-Sack zugemacht habe, konnte ich einfach noch als doppelte Sicherung nochmal diese Isomatte oben drauflegen, dass selbst wenn hier mal Wasser reingekommen wäre, dann ist immer noch die Isomatte davor. Plus da oben drauf nochmal hier meine Cooking Pouch und Edviola, das war's. So, der fertig gepackte Rucksack. Wie gesagt, es fehlt jetzt ein bisschen Volumen, ganz klar. Ein bisschen mehr Essen wäre normalerweise dabei. Vielleicht hätte ich sehr wahrscheinlich hier noch so ein Anti-Zecken-Zeug noch drin. Ich habe bestimmt jetzt so ein paar Sachen vergessen, verzeiht es mir. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das jetzt genau so, wie ich das tagtäglich auf dem NST gepackt habe. Hier natürlich die Trekkingstöcke rein. Dazu noch zwei Wasserflaschen, 1,5 Liter auf jeder Seite. Ja, und das war im Grunde genommen das Setup, mit dem ich
3900 Kilometer gelaufen bin, mit dem ich jeden Tag unterwegs war. Bevor wir jetzt zu diesem ominösen Müllsack kommen, möchte ich noch sagen, natürlich kann man den Rucksack auch in einer anderen Reihenfolge packen. Viele werden jetzt wahrscheinlich schreiben, warum hast du das Zelt und das Setzelt nicht nach oben? Du musst es doch auch abends als erstes rausholen. Das ist im Grunde genommen richtig, habe ich auch mal eine Zeit lang versucht, aber mir war das dann doch zu umständlich, weil das Zelt und das Netzzelt, das braucht man ja wirklich nur abends, wenn man es aufbaut. Aber tagsüber crosst man ja wirklich öfters mal in diesem Rucksack rum. Man holt das Frühstückszeug raus oder man macht sich einfach mal schnell einen Kaffee oder in meinem Fall, ich muss an die Drohne rankommen, muss da mal rumcrossen. Und wenn ich dann erstmal immer das Zelt raustun muss und das raustun muss und das raustun muss, hat es für mich einfach mehr Sinn gemacht, die Sachen ganz nach unten zu tun und die wirklich dann halt nur abends rauszuholen. Nur das jetzt mal so zur Erklärung, falls einer sagt, Mensch, so boy, du hast aber unlogisch gepackt. Aber für mich hat das so funktioniert. So, jetzt kommen wir hier zu diesem kleinen Säckchen hier. So, meine Freunde, jetzt kommt der Augenblick, wo ihr bestimmt alle drauf gewartet habt. Mir ist beim letzten Gear-Video ein fataler Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich ja alle überflüssigen Gegenstände abgeschnitten, unnützige Stuffsacks etc. Und habe das in diesen Sack getan. Und ich habe dann ganz vergessen, mir ist das erst im Nachhinein aufgefallen, als ich das Video hochgeladen habe, dass ich das ganz vergessen habe, euch zu zeigen. Also wie viel Gewicht da im Endeffekt zusammenkommt. Hier das abgeschnittene Stück von der Zahnbürste und so weiter und so weiter. Deswegen holen wir das jetzt nach und ich möchte euch mal was Interessantes zeigen. Also, ich habe noch was hinzuzufügen. Und zwar, bei meiner Tour habe ich ja diesen Stuffsack von dem Tarp. Das habe ich ja abgemacht und also kann ich diesen unnützen Stuffsack auch noch mit da reinstopfen. Das war der Stuffsack von dem Netzzelt. Diesen Stuffsack würde ich aber in Zukunft dazu benutzen, die Fernbedienung der Drohne zu schützen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin jetzt ein ganz normaler Wanderer, ich hätte keine Drohne, so ein Kram dabei. Also könnte ich diesen Stuffsack auch noch mal in den Müllsack stopfen. So, hier drin ist jetzt wirklich alles, was eigentlich einem auf dem Trail nicht einen einzigen Meter weiterbringt. Also wiegen wir den ganzen Spaß mal. So, 317 Gramm. Nur unnützer Kram. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, Soulboy, 317 Gramm und da machst du jetzt so ein Geschisse wegen 317 Gramm. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, damit ihr versteht, wie wichtig das eigentlich ist und wie viel auch 317 Gramm sein können. Ihr alle kennt ja bestimmt im Augenblick Seven vs. Wild, die tolle Serie von Fritz Meinecke. Für mich als Ultraleichtwanderer war das auch mal sehr interessant zu sehen. Was nehmen diese Jungs mit 7 Tage in der Wildnis von Schweden? Was sind die 7 Gegenstände? Wie setzt sich das Ganze zusammen? War eine super Serie. Und ja, ich möchte euch anhand jetzt dieses gesparte Gewichts mal zeigen, was man jetzt eigentlich anstelle von unnützen Kram hätte mitnehmen können. Und das anhand von Gegenständen, die auch Leute bei der Serie Seven vs. Wild gewählt haben. Ja, fangen wir an, aus Platzgründen, mit einem Topf. Ein Topf hatte, glaube ich, bis auf Fabio, meine ich, jeder dabei gehabt von den Jungs. Und ja, damit fangen wir einfach mal an. So, da sind wir seit 56 Gramm. Des Weiteren ein Wasserfilter. Hatte zwar nur, glaube ich, der Survival-Matten mit dabei, was ich sehr klug fand eigentlich, aber auch ein wichtiger Gegenstand, den man mitnehmen könnte. So, ich könnte jetzt auch wahlweise da ein Angelset reintun, habe ich nur jetzt nicht da, bin kein Angler. So, aber die Reise geht noch weiter. Von mir aus tue ich auch noch den Deckel drauf. So, jeder, aber wirklich jeder, hatte ein Feuerzeug bzw. ein Feuerstahl dabei. Also auch das kommt mit drauf. So, meine Freunde, jetzt kommt was ganz Wichtiges und zwar ein Tarp, also ein Shelter, was einem Schutz bietet. Hatte, glaube ich, am Anfang bis auf 2 Leute jeder mit. Also wirklich auch eine Sache, wo man sagt, das ist unbedingt, sollte man sowas dabei haben. So, das kommt jetzt auch noch drauf. Wir sind jetzt gerade mal bei 280 Gramm. Das heißt, ich habe jetzt hier schon 4 Gegenstände, die Leute bei Seven vs. Wild mitgenommen haben und habe immer noch nicht das Gewicht raus dieses Müllsackes. Ja? Ich könnte jetzt rein theoretisch sogar noch hier diesen ultraleichten Dosenkocher noch mit draufnehmen. Bin gerade mal bei 296 Gramm. Ihr seht also, oder ich hätte vielleicht jetzt sogar noch das Angelset dazu nehmen können. Ihr seht also an diesem praktischen Beispiel, dieses Paket hier, das sind alles unnütze Sachen, die mich nicht ein Stück weitergebracht hätten. Dafür hätte ich Sachen mitnehmen können, die Leute bei Seven vs. Wild mit ausgewählt haben.
Ja, zwar ist das hier natürlich klar die Ultraleicht-Variante, die würde ich natürlich da in so einem Fall auch nicht mitnehmen, aber es soll ein praktisches Beispiel sein und vielleicht ein Denkanstoß. Ja, meine Freunde, das war's mal wieder für heute. Was heißt schon? Am Anfang des Videos habe ich noch gesagt, wir gehen da jetzt mal schnell durch, bla bla bla. Es ist tatsächlich wieder ein 2-Stunden-Video geworden. Ich kann es nicht glauben. Ich bin echt statt, was man in Düsseldorf so eine Schwartlappe nennt. Ne? Einfach immer am Verzelle und Verzelle. Ich kann ja nicht mehr aufhören. Nur. Naja, wer natürlich eine lange Reise macht, der hat natürlich auch viel zu erzählen. Also verzeiht es mir auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall Kapitel setzen, so dass ihr euch vielleicht gezielt einige Sachen dann raussuchen könnt und nicht unbedingt das ganze Video jetzt guckt. Müsst, obwohl ich habe da sehr viel Footage reingepackt vom NSD, auch viele Sachen, die ich nicht verwendet habe, und ich habe ja auf dem NSD selber auch kleinere Gear-Reviews gemacht, weil das ist immer sehr authentisch, wenn man das direkt live vom Trail macht, dann sieht man auch, dass man die Sachen auch wirklich benutzt hat, aber das wisst ihr bei mir ja sowieso. Und ja, das war es eigentlich so mit dem Gear. Ich werde mich auf jeden Fall dem Vorsatz von Markus, dem Fernwanderer, anschließen und 2022 kein einziges neues Stück Gear, also neue Ausrüstung kaufen. Da werde ich mal drauf verzichten. Ich hätte zwar gerne noch 2-3 Sachen, aber da kann ich auch mal ein Jahr drauf warten. Das ist kein Problem. Ich habe im Grunde genommen alles, was ich brauche. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein wenig Spaß hattet mit dem Video, und ich wünsche euch allen ein schönes und vor allem gesundes Outdoor-Jahr 2022, wo immer euch auch der Weg hinführen wird. Ich hoffe natürlich, dass einige Leute auch auf dem NST unterwegs sein werden. Einige Anmeldungen sind ja schon da, also die Reise geht auf jeden Fall weiter. Wer sich da informieren möchte über den NST, der kann dann auf die Internetadresse gehen, die ich hier unten einblende. Dort gibt es auch eine Art Newsletter, wo man sich anmelden kann, wo ich dann immer die Leute informiere, wer gerade auf dem NST unterwegs ist. Gut, ich verabschiede mich für heute und denkt immer dran, auch kleine Schritte führen ans Ziel. In diesem Sinne, Soul by Out. Wir sehen uns.